Meine sehr geehrten Damen und Herren, auf meiner Seite ein herzliches Willkommen im Rahmen der Europagespräche. Ich habe gerade zu Herrn Dr. Vogel gesagt, wir müssen öfters gemeinsame Veranstaltungen durchführen, weil da haben wir wirklich die Bude hier voll. Das ist wirklich ein tolles Gefühl, ein ausverkauftes Stadion, ein ausverkauftes Haus. Ich möchte auch ausdrücklich nicht nur unseren Gast begrüßen, weil die Bühne da einführen, auch Schülerinnen und Schüler heute in verstärkter Zahl im Gymnasium Josefinum, allen voran Frau Taja Rohrmann, aber natürlich immer bewährt Schülerinnen und Schüler vom Goethe-Gymnasium von den Kollegen Heinrich, die auch immer hier sind, es freut mich auch so, dass die jungen Leute hierher kommen und diese Veranstaltung wahrnehmen. Wir haben noch eine weitere Veranstaltung gehabt, Herr Vogel, nämlich wir hatten Hans Heiß hier, der zum Thema Alcide de Gasperi in Europa gesprochen hat, auch im Rahmen der deutsch-wenischen Gesellschaft. Meine Damen und Herren, der heutige Referent ist ein namhafter Mann, ein Mann mit großem Renommee, im wahrsten Sinne auch ein europaorientierter Historiker. Die Stationen Düsseldorf, Saarbrücken, Prag, Kiel, London, wieder Düsseldorf und nun Frankfurt am Main. Sie sehen aus diesen Stationen schon, dass dieser Mann europäisch tickt und europäisch sozialisiert worden ist. Er begann das Studium der Geschichte und der Anglistik in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität, aber auch schon als Stipendiat des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in Stirling, an der University of Stirling, das ist Schottland, die Station muss man noch mitdenken. Und nach dem Staatsexamen im Jahre 86 für die Sekundarstufe Römisch 1 und 2 in den Fächern Geschichte und Anglistik folgte dann bereits eine wissenschaftliche Tätigkeit am Lehrstuhl für westeuropäische Geschichte an der Universität des Saarlandes in Saarbrücken. Nach der Promotion wurde er aktiv auch im Rahmen eines Projekts der Deutschen Forschungsgemeinschaft über Stadtentwicklung an der Universität des Saarlandes und hat in weiterer Folge dann als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Düsseldorf an der Heinrich-Heine-Universität gearbeitet. Er war wissenschaftlicher Mitarbeiter von der Fritz-Thyssen-Stiftung gefördert. Einige Jahre, die ganz wichtig waren für ihn, an der Karls-Universität in Prag, wo er eine Gastprofessur hatte am Institut für internationale Studien. Und der Karriereweg führte dann über die Habilitation an der Universität in Düsseldorf schließlich zu einer Berufung als ordentlicher Universitätsprofessor an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Und dann folgte eine Gerda Henkel-Gastprofessur an der LSE, das ist die Abkürzung für die London School of Economics. Die Berufung an die Heimatuniversität, Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, und schließlich seit 2012 ist der Kollege Cornelissen C4 hieß das früher, heute heißt es W3, also die höchste Stufe, die man erreichen kann als Universitätsprofessor für neueste Geschichte an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Er ist Mitglied in zahlreichen wissenschaftlichen Einrichtungen, Gremien, Kommissionen. Erwähnen möchte ich die deutsch-tschechische und die deutsch-slowakische Historikerkommission, auch aktiv in der deutsch-italienischen Historikerkommission, die ich, wie ich gerade auf der Herfahrt erfahren habe, seit 2012 nicht mehr existiert, vielleicht wieder revitalisiert wird. Es sind vielen Beiräten und Kommissionen, das alles führe ich nicht an, aber ich führe Ihnen etwas an zu seinem Werk. Und das soll Sie nochmal in die Forscherpersönlichkeit Christoph Cornelissen einführen. Wir zählen alleine drei selbstständige Monographien. Das innere Kabinett, hier handelt es sich um die höhere Beamtenschaft und den Aufbau des Wohlfahrtsstaates in Großbritannien, und zwar die Jahre 1893 bis 1919, das ist 1996 erschienen, das war die Doktorarbeit, die, wie es gehört, ordentlich veröffentlicht ist, mit Stefan Fisch und Annette Maas, stadtgeschichtlich relevant. Ich bedauere es ein bisschen, dass wir Sie nicht schon eingeladen haben, auch zu unserer großen Ringvorlesung, die wir hatten über drei Semester, die Macht der Städte, da hätten Sie auch eigentlich sein müssen, sorry about that. Da ging es nämlich um die Grenzstadt Straßburg, Stadtplanung, kommunale Wohnungspolitik und Öffentlichkeit die Jahre 1870 bis 1940. Und was Nelson immer sehr beschäftigt hat, ist die Rolle der Geschichtsschreibungen, die Rolle der deutschen Geschichtswissenschaft, unter anderem Gerhard Ritter, Geschichtswissenschaft und Politik im 20. Jahrhundert, ein großer Widerpart von Fritz Fischer in der Fritz-Fischer-Kontroverse, Freiburg, Widerstand im Dritten Reich, Historiker, eine namhafte Größe. Herausgeberschaften, eine zahlreiche Titelansammlung mit Holger Afflerbach, einem Experten auch
zur Vorkriegsgeschichte des Ersten Weltkrieges und zu Falkenhayn hat Herr Cornelissen über Sieger und Besiegte gearbeitet, ideelle und materielle Neuorientierungen nach 1945. Ein Klassiker, das darf ich allen empfehlen, die sich mit der Geschichte der Geschichtswissenschaften beschäftigen, ist eine Einführung im Fischer Verlag, die in der vierten Auflage schon 2009 neu aufgelegt, erweitert, publiziert wurde, mit Lutz Klinkhammer, der lange aktiv ist und war im Rahmen des Deutschen Historischen Instituts in Rom, und Wolfgang Schwenker über Erinnerungskultur, da sind wir schon beim Thema, aber nicht nur Deutschland, Italien, auch Deutschland, Italien und Japan nach 1945. Mit dem Prager Kollegen Roman Olek und Jiří Peschek hat Herr Cornelissen über Diktatur, Krieg und Vertreibung, Erinnerungskulturen in Tschechien, der Slowakei und Deutschland seit 1945 gearbeitet. Das ist auch in tschechischer Übersetzung erschienen, mit norddeutschen Kollegen Robert Bohn und Karl Christian Lammers über Vergangenheitspolitik und Erinnerungskulturen im Schatten des Zweiten Weltkrieges, Deutschland und Skandinavien seit 1945 gearbeitet, mit Carsten Misch, Wissenschaft an der Grenze, über die Universität Kiel in der Zeit des Dritten Reiches, Geschichtswissenschaft im Geist der Demokratie, Wolfgang Justin Mommsen und seine Generation, ein lange an der Universität Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf lehrender Kollege, Medien und Öffentlichkeit seit dem 19. Jahrhundert. Sie sehen die Publikationen, es geht um Erinnerungskultur, Kommunikation, Medien, Geschichte der Geschichtsschreibung, Geschichtswissenschaft, auch um Verwaltungsgeschichte und immer wieder der vergleichende Bezug, vergleichende europäische, neuere, neueste und Zeitgeschichte. Das heutige Thema, meine Damen und Herren, hat ja schon Dr. Vogel eingeführt, zweierlei Umgang mit Vergangenheit, Italien und Deutschland nach 1945, ein Vergleich. Wir freuen uns auf diese Ausführungen. Ich denke, das ist von großem Interesse für eine deutsch-italienische Gesellschaft, auch dazu hier in Hildesheim, aber auch mit Blick auf unsere Reihe Europagespräche, die immer wieder versucht, verschiedene Länderkulturen, Ländergeschichten und die europäische Geschichte, die Geschichte Europas ist überwiegend immer noch eine nationalstaatliche Geschichte, eine Geschichte der Nationalstaaten auch zu beleuchten. In diesem Sinne, herzlich willkommen. Wir freuen uns, Herr Cornelissen, auf Ihre Ausführungen. Ihnen gehört nun hier das Pult. Schön. Ja, Herr Gehler, zunächst vielen, vielen freundlichen Dank für die schon zweite Einladung nach Hildesheim. Ich war zweimal in meinem Leben in Hildesheim, hat immer was mit Ihnen zu tun. Also insofern, ohne Einladung hat es bisher nicht geklappt, aber vielleicht schaue ich es auch nochmal ein weiteres Mal, entweder mit oder ohne Ihnen, das schauen wir mal. Also heute gewiss nicht das letzte Mal. Ich danke Herrn Vogel und der Deutsch-Italienischen Gesellschaft für diese Einladung, die uns jetzt in ein Thema, und ich bedanke mich bei allen Anwesenden natürlich, dass Sie trotz der vorweihnachtlichen Herausforderung es geschafft haben, sich jetzt dem Vortrag zu widmen, der ungefähr wie eine Dreiviertelstunde jetzt beschäftigen wird, zu einem Thema, was natürlich stundenlang behandelt werden müsste, um es ernsthaft in den Griff zu bekommen. Aber ich will das versuchen, hier mit einigen skizzenhaften Bemerkungen für Sie zu tun, und dann schauen wir weiter, was übrig bleibt. Nun, erste Beobachtung meinerseits ist, und das dürfte für die meisten von Ihnen nicht überraschend sein, was die aktuellen gegenwärtigen Beziehungen angeht, in den deutsch-italienischen Beziehungen knirscht es, um es vorsichtig zu sagen, es knirscht neuerdings relativ heftig. Nachdem zwischen beiden Ländern über Jahrzehnte die Freundschaft führender christdemokratischer Politiker und nicht zuletzt die gemeinsame Idee Europa beschworen worden ist, hat sich das Bild inzwischen deutlich gewandelt. An Zerrbildern herrscht beiderseits der Alten kein Mangel. Sind doch in Deutschland Silvio Berlusconi oder auch der Komiker Beppo Grillo eher als Buhmänner verschrien, während in Italien allein das Bild einer auf Austerität versessenen Stiefmutter Europas, und Sie wissen natürlich alle, wer gemeint ist. Natürlich vor allem, ich muss jetzt mal hier schauen, eine Sekunde. Die bei Bundeskanzlerin Angela Merkel gemeint ist. Und ich habe Ihnen jetzt hier einfach mal, was man normalerweise nicht tut, einen unlesbaren Zeitungsartikel eingeblendet. Das habe ich deswegen getan, weil dieser Zeitungsartikel aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung von vor ungefähr zwei Wochen bezieht sich auf eine Tagung, die vor vier Wochen stattgefunden hat, und ich war selber dabei, deswegen kann ich als Zeitzeuge jetzt hier sprechen. Eine Tagung, die sich genau mit dem Problem der zerknirschten Beziehungen auseinandergesetzt hat. An dieser Tagung haben teilgenommen Historiker, Politikwissenschaftler, Ökonomen von der Banca d'Italia, also auch Leute, die was
mit Geld zu tun haben. Und eben Journalisten, unter anderem Tobias Piller, der hier in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung über diese Veranstaltung berichtet. Nun, das verknirschte, die zerknirschten Beziehungen zwischen Deutschen und Italienern, das ist alles keineswegs neu. Denn bereits vor mehreren Jahren hat der Turiner Kollege und Politikwissenschaftler Gian Enrico Rosconi von einer schleichenden Entfremdung zwischen Deutschen und Italienern gesprochen. Diese Entfremdung, die Sie hier auch im Titel eingeblendet sehen, ein Buch aus dem Jahre 2008, ist aus seiner Sicht das Produkt, ein Resultat eines schleichenden Prozesses des Auseinanderlebens zwischen Deutschen und Italienern, die eben eine jahrzehntelange Tradition des aktiven Austauschs, der engen Kooperation, vor allem zwischen Politikern, auch Wissenschaftlern und Intellektuellen aus beiden Ländern habe zunehmend verfallen lassen und damit sogar zu einem Punkt, dass diese Beteiligten heute gar nicht mehr versuchen, einander wirklich zu verstehen. Also Deutsche und Italiener, um es auf die Gesellschaften zu übertragen, würden heute es gar nicht mehr versuchen, sondern sie dächten eher kritisch, um es vorsichtig zu formulieren, voneinander. Nun, wie auch immer eine solche oft auch kritisierte Position jetzt im Einzelnen zu bewerten ist, so ist kaum zu übersehen, dass die konfliktreichen Debatten der Gegenwart rasch immer wieder unseren Blick auf den langen Schatten der Geschichte werfen und lenken. Vor allem die italienische Sicht auf Deutschland wird hiervon zutiefst geprägt, eben von der Geschichte, auch der gemeinsamen Geschichte zwischen Deutschen und Italienern. Denn oft genug wird man gegenwärtig im italienischen Fernsehen oder auch in der Presse, in den anderen Medien an eine Zeitspanne erinnert, die nach dem italienischen Waffenstillstand vom 8. September 1943 zur militärischen Besatzung und Unterdrückung durch den ehemaligen Bündnisgenossen, eben das Deutsche Reich, führte. Sie kennen wahrscheinlich einige, vor allem Italien-Spezialisten und Spezialistinnen, kennen viele dieser Namen. Ich darf Ihnen ein paar einblenden. Namen von Verbrechen der Wehrmacht, auch von der SS in Italien, also beispielsweise Sant'Anna di Stazzema in der Provinz Lucca, die Fosse Ardeatine von Rom oder auch Mazzabotto in Emilia-Romagna. Diese Orte, ich habe jetzt hier noch drei ausgewählt, man könnte natürlich weitere Orte noch anführen, sind Schulkindern auch im gegenwärtigen Italien heute noch sehr wohl bekannt. Jetzt weiß ich nicht, hier sind ja eine Reihe von Schülern, vielleicht haben sie gute Lehrer, oder sie haben sicher gute Lehrer, die sind ja heute dabei, deswegen sage ich nicht. Diese Lehrer werden Ihnen diese Orte in irgendeiner Weise wahrscheinlich schon mal genannt haben, wenn Sie die nicht aus anderen Zusammenhängen erkennen. Das wäre kein Zufall, weil sie sind oft in der Presse, auch in den Medien der Bundesrepublik. In Deutschland aber allgemein ist die Kenntnis der Orte deutscher Kriegsverbrechen in Italien, auch der Repressalien an der sogenannten Südfront, vorsichtig gesprochen, nicht sehr weit verbreitet. Dass im Zweiten Weltkrieg außerdem Hunderttausende italienische Militär internierte, und das wurde hier für ihn auch kurz schon angedeutet, Herr Vogel hat, glaube ich, kurz davon gesprochen, als Zwangsarbeiter eingesetzt worden sind, ist den meisten Deutschen ebenfalls eher selten zu Gehör gekommen. Immerhin, und da ist Hildesheim gewissermaßen eine rühmliche Ausnahme, auch die Geschichtswerkstatt neben der Berliner, haben dazu beigetragen, dass es eine Aufarbeitung dieses Phänomens und Problems gegeben hat und hier insofern die Kenntnis vielleicht dann doch vorhanden ist, aber das ist sozusagen keine gesellschaftlich weit verbreitete in der Bundesrepublik. Die IMIs, die Militärinternierten, sind eigentlich kein Thema in der bundesdeutschen Erinnerungskultur gewesen. Neuerdings jedoch hat die Tatsache, dass das Kassationsgericht in Florenz, und zwar jetzt vor kurzem, erst vor wenigen Wochen, ein weiteres Mal ein Urteil gefällt hat, um eben eine Entschädigung auch für die IMIs, auch für die Militärinternierten eben dann von der Bundesregierung einzuklagen, dann doch für einige Öffentlichkeit gesorgt und dann eben auch natürlich die Politik und Diplomatie in der Bundesrepublik, salopp gesprochen, in Wallung gebracht hat. Dieser Sachverhalt bildet dann auch im Übrigen den Anlass zur Einrichtung und bildete den Anlass zur Einrichtung einer deutsch-italienischen Historikerkommission, die ist Ende 2008 einberufen worden. Diese Kommission hat einige Jahre getagt und Forschungsarbeiten unternommen, unter anderem auch zur Geschichte der Militärinternierten, aber eben auch des deutschen Krieges überhaupt an der Südfront. Diese Arbeiten liegen teilweise jetzt schon gedruckt vor. Weitere Arbeiten sind in Vorbereitung, auch Forschungsprojekte sind angestoßen worden. Die Historikerkommission ist danach abgewickelt worden. Das ist ein bisschen das Bedauerliche. Wir haben ja gehört, ich bin selber Mitglied einer deutsch-tschechisch-deutsch-slowakischen Kommission. Die gibt es schon seit 1990. Wir steuern jetzt auf unser 25-jähriges Jubiläum immerhin.
Die deutsch-italienische Seite hat dieses bislang nicht vermocht, als gegenüber den auswärtigen Ämtern der beteiligten Staaten, also in dem Fall Rom und Berlin, entsprechend als sinnvoll zu erklären und überzeugend darzustellen, eine Wiedereinrichtung dieser Kommission zu betreiben, was wahrscheinlich sinnvoll wäre. Warum? Ich werde es Ihnen gleich sagen. Zumindest kurz andeuten, diese Kommission sehen Sie ja eingeblendet. Auf der linken Seite Lutz Klinkhammer, von dem für ihn die Rede war. Auf der rechten Seite, das ist Wolfgang Schieder, über den ich gleich auch noch einen Satz sagen werde. Das ist einer der bekanntesten, vielleicht sogar der bekannteste deutsche Italien-Historiker, der ist zuletzt mit Arbeiten nochmal. Kleinen Biografien im Weg von Nachher über Mussolini oder auch den italienischen Faschismus. Also wenn man ganz schnell, ganz kurz alles wissen will, 136 Seiten, das ist ja die Vorgabe, bei Wegwissen können Sie das dann danach lesen. Wolfgang Schieder ist da der wichtigste Mann, glaube ich, auf dem deutschsprachigen Sektor, im deutschsprachigen Raum. Kurzum, also diese Historikerkommission gibt es nicht mehr, aber es gibt ihren Bericht. Dieser Bericht liegt elektronisch im Netz vor, den können Sie abgreifen und schauen Sie einfach rein. Das sind 200 Seiten, Deutsch, Italienisch, kann man auch noch Sprachen üben. Also ist hervorragend als Grundlage, als Quelle in jeder Hinsicht. Nun habe ich zunächst diese bruchstückhaften Versatzstücke der allerjüngsten Vergangenheitspolitik jetzt von deutscher Seite erwähnt, um damit erstens anzudeuten, dass die Auseinandersetzung von Deutschen und Italienern mit ihrer Vergangenheit in den Jahrzehnten seit 1945 von Anfang an eng aufeinander bezogen war. Also die Deutschen und Italiener erinnern sich gemeinsam, aber auch parallel, aber sie erinnern sich an eine gemeinsame Geschichte, das ist ganz wichtig. Und das ist auch weiterhin so der Fall. Der Umgang beider Gesellschaften mit ihrer Vergangenheit unter einer Diktatur ist wegen der deutsch-italienischen Verflechtungsgeschichte, vor allem seit den 1930er Jahren, kaum anders zu denken. Wenngleich hierbei regelmäßig eine Asymmetrie, also ein Ungleichgewicht festzustellen ist. Ein Ungleichgewicht, das eben die deutsche Beachtung Italiens als sehr viel stärker, intensiver dastehen lässt, als umgekehrt die deutsche Beachtung der Zeitgeschichte Italiens. Zweitens werden wir in der Beschäftigung mit diesem Thema fast wie von selbst in die Phase des Zweiten Weltkriegs, auch der Vorgeschichte der Etablierung der beiden faschistischen Diktaturen zurückgeführt, denn die wechselvolle Geschichte des Bündnisses der sogenannten Achsenmächte bildete eine entscheidende Folie dafür, wie deren Geschichte eben dann nach 1945 erinnert werden sollte. Auffallend ist dabei zunächst, dass sich in beiden Ländern nach dem Zweiten Weltkrieg die Tendenz bemerkbar machte, die unangenehme Geschichte, das war für beide Länder eine ausgesprochen unangenehme Geschichte, die faschistische Vergangenheit. Der Turiner Historiker Nicola Tranfaglia spricht von einer passato scomodo, nicht einer unangenehmen Vergangenheit, die man streckenweise gemeinsam zusammen zurückgelegt hatte, eigentlich aus der Erinnerung und aus dem öffentlichen Diskurs der Erinnerungskulturen auszublenden. Das kennzeichnet beide Länder nach 1945 in einer ersten Phase, ich werde noch mehr dazu sagen. In Deutschland speziell war für diese erste Phase, die ich ungefähr bis Mitte der 60er Jahre ansetze, insgesamt kennzeichnend der außerordentlich starke Kontrast zwischen der Konkretheit der ja millionenfachen Kriegserinnerungen, Erfahrungen des Bombenkriegs natürlich nicht zuletzt auf der deutschen Seite und eben ihrer Dekonkretisierung im öffentlichen Raum, im Sprechen über den Krieg, im Sprechen über die Vergangenheit. Ähnliche Tendenzen gelten gleichermaßen für Italien, wo die Bezugnahme auf die ja sehr viel längere Herrschaft der Faschisten, also ab 1922 bis 1943 oder 1945, im Grunde ähnliche Tendenzen zu beobachten waren und letztendlich auch betrafen so düstere Kapitel wie den Eintritt Italiens in den Zweiten Weltkrieg an der Seite des deutschen Bundesgenossen ab 1940 und die dann im Grunde in der Rückschau zusammenschmolzen, wenn man in Italien an den Krieg erinnert hat, auf die Jahre 1943, also nach dem italienischen Waffenstillstand bis 1945. Die zwei Jahrzehnte faschistischer Herrschaft zuvor oder insgesamt wurden dagegen geradezu tabuisiert im öffentlichen Reden. Und mit den Worten des Historikers und Philosophen Benedetto Croce, wie eine Parenthese, so hat er gesagt, aus der Nationalgeschichte ausgeschlossen. Also der Faschismus gehört in dieser historischen Rekonstruktion eigentlich gar nicht zur wirklichen italienischen Nationalgeschichte. Es gibt eine Klammer, mit der man diesen Faschismus herausgenommen hat. Deswegen fiel Ihnen hier der vorangegangene italienische Parallelkrieg in Afrika, denken Sie an den Abessinienkrieg, und im Mittelmeerraum, also Griechenland, sowie die Unterstützung Italiens für den deutschen Angriff auf die Sowjetunion, das haben ja Italiener auch in Stalingrad mitgekämpft, sowie die Unterstützung Italiens für den deutschen Angriff eben auf die Sowjetunion mehr oder minder rasch in Vergessenheit. Gleichzeitig breitete sich eine relativ selbstgenügsame Sicht aus, die einen guten Italiener vom bösen Deutschen trennt. Das haben Sie gerade schon angedeutet. Das ist die Veranstaltung mit Filippo Fucardi in Darmstadt gewesen. Er ist Kollege aus Padua, der dann auch diese Tagung, von der ich
oder einleitend gesprochen habe, da veranstaltet hat. Und Filippo Procari hat dieses sehr schöne Buch geschrieben, das ist wunderbar möglich, ich empfehle Ihnen das. Nicht, weil er da jetzt Geld verdienen soll, sondern weil es eine sehr präzise und kluge Darstellung des sehr problematischen Umgangs eben der Italiener mit den Vergangenheitsbildern im Verhältnis zu den Deutschen gewesen ist. Dieses Buch wird zurzeit übersetzt ins Deutsche. Es wird im nächsten Jahr im Schöning Verlag dann auf Deutsch auch erscheinen. Es hat noch einige und geraume Zeit gebraucht, bevor sich dann Italiener und Deutsche auch der unangenehmen Teile ihrer Vergangenheit, ihrer eigenen und auch der gemeinsamen Vergangenheit und eben auch des zeitweilig sehr engen Bündnisses der faschistischen Achsen bewusst werden sollten. Es sollte meistens noch weit länger dauern, bis dann eine kritische Aneignung dieser Tatbestände Eingang auch in die jeweiligen nationalen Erinnerungskulturen finden sollte. Das Problem bei Erinnerungskulturen ist oft so, dass die Historiker schon was wissen, aber dass die Bevölkerung das noch nicht so gerne annehmen. Also Historiker sind manchmal eher unangenehme Menschen, weil sie von Dingen reden, die viele Leute nicht so gerne hören wollen. Und es hat dann durchaus eine lange Zeit gebraucht, bis eben auch die kritischen Perspektiven auf die italienische Geschichte Eingang gefunden haben in den offiziellen Diskurs. Das ist aber mittlerweile im Gang, meine Damen und Herren. Insofern reden wir wirklich jetzt über gegenwärtige Prozesse. Wenn Sie sich anschauen, was deutsche Politiker nicht zuletzt auch in den letzten Wochen und Monaten getan haben im Hinblick auf Italien. Es begann mit Bundespräsident Johannes Rau, aber Jochen Gauck ist gefolgt, auch Außenminister Walter Steinmeier. Sie sind nach Italien gereist. Ich darf Ihnen hier ein Bild einblenden, das ist ganz aktuell, nicht? Aus dem Juni 2014. Steinmeier, der übrigens auch Italienisch gesprochen hat, das hat man in Italien sehr wertgeschätzt, also eine Rede auf Italienisch an einem dieser Schreckensorte gehalten. Und hat zu verstehen gegeben, dass die deutsche Politik nunmehr tatsächlich das, was geschehen ist, im deutschen Namen, in Italien, dann in die öffentliche Erinnerung mit aufzunehmen, auch die öffentliche Erinnerung der Deutschen. Die Bundesregierung finanziert mittlerweile Projekte in Italien, wie beispielsweise die Förderung eines Museums für die Militärinternierten. In Berlin baut man zurzeit eine Erinnerungsstätte an die Militärinternierten auf, die im nächsten Jahr hoffentlich dann auch eröffnet werden kann. Also Sie sehen, hier tut sich einiges, aber es tut sich relativ spät etwas. Wir leben im Jahr 2014, einige Jahrzehnte nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Nun, diese Gemengelage, die ich hier nur angedeutet habe, aus Geschichtsvergessenheit, selektiver Geschichtsaneignung, auch wechselseitiger Ab- und Ausgrenzung, der starken Stilisierung der eigenen Nation als Opfer, und dem erst relativ spät einsetzenden kritischen Umgang mit der eigenen Vergangenheit werde ich hiernach jetzt in drei chronologischen Phasen etwas weiter vertiefen. Die erste Phase habe ich schon angedeutet, vom Ende des Zweiten Weltkriegs, der ja in Italien früher einzusetzen ist, das Ende 1943 oder 1945, es kommt ein bisschen darauf an, wo Sie hinschauen, und dann eben 1945 natürlich im deutschen Fall, bis Mitte der 60er Jahre, und das sind jetzt so ein bisschen fließende Grenzen, es kommt nicht auf das Jahr an, es kommt ungefähr auf die Teilepoche an. Und es gibt dann eine zweite chronologische Phase, Schwerpunktphase bis zum Ende des Kalten Krieges, also bis 1989, 90. Und ich gehe dann abschließend nochmal auf die aktuellen Entwicklungen ein, die ich hier gerade schon habe anlaufen lassen. Nun war mir nicht ganz sicher, was für ein Publikum mich erwartet. Und ich habe mir gedacht, es tut vielleicht Not oder es könnte sinnvoll sein, positiv gesprochen, auch noch ein bisschen was zu sagen über die Verflechtungsgeschichte der Deutschen und Italiener in der Zeit des Faschismus selbst, um zu verstehen, an was die sich da eigentlich erinnert haben. Was war denn das, diese gemeinsam zurückgelegte Geschichte, die Verflechtungsgeschichte? Deswegen ein erster kleiner Teil, das sind jetzt sehr holzschnittartige Bemerkungen, im Grunde müsste man dann ganz anderen Vortrag halten, wenn man das jetzt eingehender machen wollte, aber ich will mir einige Bemerkungen doch noch zur Verflechtung der Deutschen und Italiener im Faschismus erlauben und ihre wechselseitigen Bezüge. Deswegen, also zunächst dieser erste Teil, aber ganz kurz zur Verflechtungsgeschichte. Nun, diese beiden faschistischen Bewegungen, der Faschismus unter der Führung Mussolinis und die nationalsozialistische Bewegung, haben auf dem Weg an die Macht verschiedene, relativ klar voneinander unterscheidbare Phasen durchlaufen, denen dann in der Regimephase, also ab dem Zeitpunkt, wo beide an die Macht kamen, weitere Stufen bis zur Etablierung in beiden Fällen totalitärer Diktaturregime folgen sollten. Ich darf hier wohl auch in Hildesheim die wesentlichen politischen Entwicklungsschritte hin zum und im Dritten Reich als bekannt voraussetzen, möchte aber dann doch daran erinnern, dass der Faschismus in Italien drei deutlich voneinander unterscheidbare, voneinander abhebbare Stufen durchgeht. Eine erste abgrenzbare Phase bis zum Marsch auf Rom, den ich schon nannte, vom 28. Oktober 1922, die Phase der Bewegung, die in Deutschland, also als Hitler noch nicht an der Macht war, die Phase des Movimento. Mit der Regierungsübernahme Mussolinis
Zunächst ja bekanntlich auf der Basis einer Koalition, folgte dann die lange Phase der politischen Durchsetzung der Diktatur Mussolinis, die 1929 mit dem Abschluss der Lateranverträge, also mit dem Vatikan, endete. Von 1929 bis 1943 kann man schließlich die Regimephase des sogenannten Italo-Faschismus ansetzen, in der Mussolini den politischen Höhepunkt seiner charismatischen Führerdiktatur erreichte. Der italienische Zeithistoriker Lenzo Di Felice spricht von den Anni di Consenso, den Jahren des Konsenses, 1929 bis 1943, da, wo Mussolini quasi oben schwebt, im wahrsten Sinne des Wortes, aber eben mit Unterstützung großer Teile, sicherlich nicht aller, der italienischen Bevölkerung. Gleichzeitig in dieser Phase mit dem Deutschen Reich ein immer engeres Bündnis schmiedete, das, wie heute schon angedeutet, 1938 mit dem Vertrag über die Gründung einer Achse dann förmlich auch besiegelt worden ist. Nach dem Eintritt in den Zweiten Weltkrieg an der Seite Hitlers erfuhr Mussolini aber einen machtpolitischen Abstieg und erlebte 1943 aus der Hand des faschistischen Großrates seine Entmachtung, was ja in Deutschland nicht möglich war. Über Hitler gab es keinen, über Mussolini gab es den faschistischen Großrat, ein entscheidender verfassungsrechtlicher Unterschied, der den absetzt. Sie kennen die weiteren verwickelten Geschichten, die Befreiung durch die Deutschen, dann die Errichtung einer faschistischen Sozialrepublik am Lago di Garda, sodass man sagen kann, im Grunde endet der Faschismus in Italien erst mit dem Untergang eben dieser Repubblica Sociale Italiana, also der sozialistischen faschistischen Republik, am 25. April 1945. Und deswegen wird das bis heute als nationaler Feiertag in der italienischen Gesellschaft, in der italienischen Politik gefeiert. Tatsächlich handelt es sich aber bei dieser Repubblica Sociale Italiana tatsächlich nicht um ein eigenständiges politisches Wesen, sondern es handelt sich um ein vom NS-Reich abhängiges Kollaborationsregime. In der historischen Forschung, und deswegen habe ich das jetzt hier nochmal eingeblendet, hat sich in den letzten Jahren viel getan im Vergleich von Nationalsozialismus und Faschismus, italienischem Faschismus. Es gibt eine lange Debatte bei denjenigen, die Eltern unter Ihnen, die mal Geschichte studiert haben. Sie kennen alle den Namen Karl Dietrich Bacher, auf deutscher Seite Politikwissenschaftler, Historiker aus Bonn, der immer gesagt hat, Nationalsozialismus und Faschismus kann man nicht vergleichen. Das heißt unterschiedlich, ist unterschiedlich und es hat nichts miteinander zu tun. Heute, ich sage das jetzt mal so etwas übertrieben und klar, damit Ihnen klar wird, was die Position ist. Die Forschung heute hat sich dramatisch gewandelt, was das angeht. Wir haben, ich blende Ihnen diese beiden Werke ein, nochmal Wolfgang Schieder, der, wie gesagt, kommt im Klassiker der deutschen Faschismusforschung, der eine Unzahl von Publikationen hervorgebracht hat. Das Buch, was Sie auf der linken Seite sehen, ist eine Sammlung seiner wichtigsten Aufsätze zum Thema, die ich als Lektüre sehr empfehlen kann, wenn man sich in den aktuellen Forschungsstand einlesen will, in kurzer Form, kurze Beiträge, Aufsätze, wie gesagt. Daneben ein Band, der gerade erst erschienen ist, herausgegeben von zwei Mitarbeitern am Institut für Zeitgeschichte in München, was ja in der Bundesrepublik maßgeblich mit für die Erforschung auch der Zeitgeschichte außerordentlich sehr verantwortlich ist. Und beide sind Großitalien-Kenner. Wolder selber hat auch eine Darstellung zur Geschichte Italiens im 20. Jahrhundert geschrieben. Aus diesen beiden Werken zusammenfassend kann ich Folgendes Ihnen hier einfach nur mit einspielen, gewissermaßen als Voraussetzung für das, was später erinnert wird. Dass nämlich weitgehend Übereinstimmung in der heutigen Forschung, historischen Forschung darüber besteht, dass für die Ursprungsfaschismen, und zwar sowohl den italienischen Faschismus und im Anschluss daran eben auch für den deutschen Nationalsozialismus, eine allein ideengeschichtliche Herleitung kaum mehr überzeugend wird, sondern wir heute eher von einem handlungstheoretischen, das klingt jetzt ein bisschen verquarzt, Entschuldigung, dass ich das so nenne, aber es so heißt es, praxiologischen Zugang wählen, um die Praxis der Gewaltausübung der beiden Regime stärker in Bezug zu setzen. Und das hat dazu geführt, dass im Grunde die Feststellung heute möglich ist, dass der ideologische Grundstock, der Bacher und den anderen immer wieder den Grund gegeben hat, zu sagen, der Faschismus hat mit dem Nationalsozialismus nichts zu tun, der ideologische Grundstock beider Bewegungen fast ausschließlich auf politischen Abwehrhaltungen beruhte, nicht auf programmatisch definierten Werthoffnungen. Im Gegensatz, und das bringt sie beide dann zusammen, pflegten beide Bewegungen eine aktionistische, stets gewaltbereite Lebensform, in der sich unter anderem die Kameraderie des Schützengrabens aus dem Ersten Weltkrieg widerspiegelte. Während die historische Forschung sowohl in Deutschland als auch in Italien eben dieses immer als sehr gegensätzliche, unterschiedliche Herrschaftssysteme beschrieben hat, machen die neueren Studien deutlich, dass die drei wichtigsten Wesensmerkmale von italienischem Faschismus und anderen faschistischen Bewegungen im Grunde ähnlich sind. Das gilt zunächst einmal für den Rassismus. Für den Rassismus ebenso wie für den Antisemitismus, der eben auch und nicht nur den Nationalsozialismus, sondern den italienischen Faschismus prägt. Das Gleiche gilt zweitens für die Radikalität und Gewaltbereitschaft, die im Blick auf den italienischen Faschismus lange unberücksichtigt geblieben
ist. Aber, meine Damen und Herren, nicht Cattivi Tedeschi, wie wir vorhin schon gesagt haben, e bravi Italiani, sondern die Italiener beteiligen sich nicht nur an deutscher Seite im Krieg. Sie führen eigenständige Kolonialkriege, 1935 beginnend in Abessinien. Sie führen üben eine Besatzungsherrschaft in Jugoslawien und Griechenland aus, die an Brutalität der Deutschen in nichts nachstand. Und schließlich gilt das Gesagte drittens auch für andere wesentliche Wesensmerkmale der totalitären Herrschaft, so wie man sie für die deutsche Seite etabliert hat und festgestellt hat, erforscht hat, die man früher allein dem Nationalsozialismus zugesprochen hat. Das gilt für den Weg zum Faschismus, das gilt aber auch für den Aufbau von Jugendverbänden, Studentenverbänden, das gilt für überhaupt die Organisations- und Herrschaftsgeschichte des italienischen Faschismus. Nationalsozialismus, italienischer Faschismus und auch die anderen verwandten Faschismen Europas sind somit in der historischen Forschung heute wieder einander näher gerückt. Das ist sozusagen für mich der Ausgangspunkt meiner Erinnerungskulturgeschichte. Es sind nicht unterschiedliche Teile und deswegen hat die Erinnerung und die Erinnerungskultur natürlich auch viel miteinander zu tun. Das ist für uns jetzt deswegen von besonderer Bedeutung, weil für den späteren Umgang mit der Vergangenheit entscheidend war, dass Italien, wie schon angedeutet, 1943 dann mit dem Waffenstillstand an der Seite Deutschlands aus diesem Krieg ausscheidet, auf die Seite der Alliierten wechselt und hier natürlich jetzt eine andere, auch Bündniskonstellation, andere Erinnerungshintergründe dann zu erkennen. Für den späteren Umgang mit der Vergangenheit waren entscheidend ab dem Oktober, September 1943, dass sowohl die monarchischen Kräfte in Italien als auch die Parteien des Nationalen Befreiungskomitees, das ja von den Kommunisten bis zu den Katholiken reichte, dann eine intensive Propaganda gegen die faschistische Sozialrepublik, also die Republik von Garda, in Gang brachten, die langfristig dann geradezu eine hegemoniale vergangenheitspolitische Deutung unter der italienischen Öffentlichkeit verbreitete. Danach hatte Mussolini Italien in ein widernatürliches Bündnis mit Hitler-Deutschland gezwungen und zugleich einen ungewollten Krieg, so hat man gesagt, der nicht als der eigene empfunden worden sei, dann geführt habe. Diese Formel eines ungewollten Krieges an der Seite Deutschlands, des Deutschen Reiches, ist eine Formel vom Ministerpräsidenten Pietro Badoglio, blende ich ihn hier ein, Pietro Badoglio, der im Grunde dann dazu führte, dass man den ehemaligen deutschen Bündnispartner ab 1943 öffentlich als Verräter abstempelt. Das Deutsche Reich habe es nur darauf abgesehen, Italien an sich zu binden, um es danach zur Durchsetzung der Vorherrschaft Deutschlands in der Welt auszunutzen. Das ist die historisch legitimierende Botschaft, die über die italienische Bevölkerung, soweit sie was lesen und hören durfte, ab 1943 im Herbst niedergeprasselt ist. Aus italienischer Sicht erfüllten die Deutschen somit bereits sehr früh die willkommene Funktion eines Sündenbocks, um von der eigenen Verantwortung im und schon vor dem Zweiten Weltkrieg abzulenken. Viele Italiener fanden so nach dem Kriegsende einen Weg in die veränderten Konstellationen der Nachkriegszeit, ohne tatsächlich die Herausforderung einer Vergangenheitsbewältigung annehmen zu müssen. In dem im Mai 1945 total besiegten Deutschland sah die Lage bekanntlich anders aus. Und doch zeigte sich auch hier, dass die sich rasch wandelnden dann geopolitischen Konstellationen im aufziehenden Kalten Krieg sowie die speziellen Herausforderungen der Besatzungsmächte in Deutschland durchaus die Möglichkeit boten, einen Mantel des Schweigens über das zuvor Geschehene auszubreiten. Also da unterscheiden sich Italiener und Deutsche nicht. Sie schweigen zunächst einmal oder sie reden nicht beredt. Und darauf komme ich jetzt zu sprechen. Zweiten Teil über die deutsche und italienische Vergangenheitspolitik im Zeichen von Abwehr und Schweigen. In dieser unmittelbar auf den Krieg folgenden Phase der politischen Säuberung, die in beiden Ländern stattgefunden hat, diese bildete einen entscheidenden Einschnitt nach dem Zusammenbruch der Diktatur. Von den damals getroffenen Entscheidungen und vergangenheitspolitischen Diskussionen sind wichtige Impulse auf die Neuausrichtung der politischen Kultur in der Bundesrepublik, aber auch auf die dann entstehende Republik in Italien ausgegangen. Nun ist in der Geschichtsschreibung zur Besatzungszeit in Deutschland immer wieder das Scheitern der Entnazifizierung, Mitläuferfabrik hat man mal gesagt, konstatiert worden. Aber man darf dann doch nicht das Ausmaß übersehen, mit dem in diesen Jahren, also ungefähr bis 46, 47, ehemalige Kriegsverbrecher, ehemalige NS-Funktionäre und auch Mitläufer zur Rechenschaft gezogen worden sind. Rechnet man die beträchtliche Zahl der von den Alliierten zeitweilig Internierten hinzu, so kann man die justiziellen, die polizeilichen Maßnahmen im Rahmen der Entnazifizierung durchaus
als einen von außen erzwungenen gesellschaftlichen Lern-, auch politischen Lernprozess bezeichnet. In Italien waren die Verhältnisse im gleichen Zeitraum anders gelagert, als hier schon in der Phase der sogenannten wilden Säuberung zwischen 1943 und 1945 etwa 12.000 Faschisten hingerichtet worden sind. Ein sehr blutiger Vorgang. Über 10.000, die Zahlen sind nicht ganz sicher, aber man kann von ungefähr 12.000 Faschisten sprechen, die hingerichtet worden sind. Und meine Damen und Herren, das ist ein Thema, was in der gegenwärtigen italienischen Gesellschaft, Sie brauchen bloß in die Zeitungen zu schauen, dauernd diskutiert wird, wer ist eigentlich damals umgebracht worden und warum. Sie können sich vorstellen, wo keine richtigen Prozesse stattgefunden haben, sind manchmal Nachbarschaftskonflikte auf sehr blutige Art und Weise geregelt worden. Ich deute das nur mal vorsichtig an. Es war sozusagen kein staatsrechtlich geordnetes Verfahren, deswegen wilde Säuberungen, die wir ja auch aus anderen Regionen Europas in dieser Phase nach dem direkten Kriegsende dann 1945 im Mai kennen. Das haben Deutsche oft genug erfahren auf dem Weg dann, auf dem Fluchtweg aus der Tschechoslowakei. Die justizielle Aburteilung faschistischer Verbrechen oblag danach in Italien sogenannten Sonderschwurgerichten, die zwischen 1945 und 1947 rund 20.000, man redet teilweise sogar von 30.000 Verfahren gegen belastete Faschisten und Kollaborateure angestrengt haben, dabei durchaus auch sehr harte Strafen verhängt worden sind. Nun, so dezidiert darin der Wille zum Ausdruck kam, Italien von seiner 20-jährigen faschistischen Herrschaft zu säubern, so sehr gab jedoch bereits 1946 einen Bruch dar, einen Bruch, weil damals die Allparteienregierung der frühen Nachkriegsmonate an ein Ende kam und ein Signal zur Abkehr von dieser Linie ausgerechnet vom kommunistischen Führer, also dem Parteiführer der kommunistischen Partei, Palmiro Togliatti, kam, der für eine generelle Amnestie bestimmt hat, schon im Jahre 1946, in all das, im Hinblick auf all das, was sich Italiener im Zweiten Weltkrieg, wenn ich das so nennen darf, geleistet hatten. Dass er das getan hat, hatte gute Gründe, meine Damen und Herren, wie man heute nach den vielen Arbeiten über Togliatti und die kommunistische Partei sehr viel genauer sagen kann, als das zwischendurch der Fall gewesen ist. Also es gab durchaus auch viele, wenn ich das so nennen darf, und ich will das nicht plakativ verstanden, ein bisschen rote Täter, meine Damen und Herren. Die justizielle Abgrenzung vom Faschismus spielte dennoch insgesamt eine wichtige Rolle in den Anfangsjahren der italienischen Republik, weil sie eine Grenzziehung gegenüber vergangenheitspolitischen Deutungen aus einem neofaschistischen Lager erlaubte in Italien. Es gibt direkt das Widerstehen einer neofaschistischen Partei im Gegensatz zur Bundesrepublik, wo das ausgeschlossen war, aus verfassungsrechtlichen Gründen und unter anderem aber auch, weil die Alliierten als Aufsichtsmacht ihr Auge darauf hatten. Die ersten Versuche, die in diese Richtung gingen, sind in der Bundesrepublik von den Engländern in Nordrhein-Westfalen bekanntlich unterbunden worden, wo die FDP unterwandert worden war. Eine kleine Seitenlinie, die ich hier mal andeuten kann. Allerdings fiel die allgemeine Ächtung des Faschismus in Italien in diesen ersten Nachkriegsjahren nur einseitig aus. Genau genommen war sie verkürzend, weil sie den, so hat es Hans Woller genannt, Agoniefaschismus vor Ort meinte und andere Seiten der faschistischen Herrschaft ausblendete. Was war das? Es sind erst sehr viel später die Verbrechen des italienischen Faschismus außerhalb der italienischen Halbinsel zur Sprache gekommen. Also eben die Rolle Italiens als Besatzungsmacht in Jugoslawien und Griechenland. Aber ihre Rolle eben auch als Bündnispartner in den Kriegen gegen Frankreich und die Sowjetunion. Und es dürfte mehr als fragwürdig sein, inwieweit diese Entwicklungsgeschichte, diese Kriegsgeschichte bis heute in das Bewusstsein der Italiener gerückt ist. Im Zeichen des Kalten Krieges und eines in beiden Staaten tief durchaus verankerten und auch wachsenden Antikommunismus rückte vielmehr dann in den 50er Jahren in der öffentlichen Erinnerungskultur der Gedanke einer gesellschaftlichen Versöhnung in den Vordergrund. So zeigten sich die Repräsentanten der westdeutschen Erinnerungspolitik ersichtlich darum bemüht, den Deutschen das Erbe des Nationalsozialismus wie auch das Erbe des Zweiten Weltkriegs dadurch erträglicher zu machen, indem sie, was man ja heute auch gelegentlich erkennen kann, einen dichten sprachlichen Nebel über sehr konkrete Erinnerungen ausbreiteten. Nicht? Sie kennen das, wenn viele Leute viel reden, aber nichts sagen. Das ist ein Phänomen, was wir nicht nur in dieser Phase sehr genau beobachten können. Was bedeutet das im öffentlichen Sprachgebrauch? Wurden die Nazis von den Deutschen unterschieden. Damit haben sie schon mal die erste sozusagen Teilentschuldigung in zwei Begriffen schon eingeschummelt, wenn ich das so nennen darf. Und immer wieder war in öffentlichen Reden die Sprache von den dunklen Mächten, die die unschuldige Bevölkerung verführt und verstrickt hätten. Unzählige Redner hüllten die Vergangenheit zwischen 1933 und 1945 in Begriffe ein wie furchtbares Geschehen, Schreckenszeit, oder auch die trübe Vergangenheit. Historiker dürfen eigentlich nicht so reden, Politiker dürfen das, aber sie müssen immer wissen, was sie dann selber als Zuhörer damit machen. Wendungen wie die schwere Zeit oder die dunkle Zeit, die unseligen, die wirren Jahre, alles das waren ubiquitäre Begrifflichkeiten. Selbst noch zwei Jahrzehnte nach Kriegsende stand in Deutschland in den politischen Gedenkdiskursen der Gedanke der
gesellschaftlichen Versöhnung im Mittelpunkt der politisch gestalteten Erinnerungskultur. Das war aber keineswegs alles alleine, wie wir heute so modern sagen, diskursgeschichtlich relevant. Es geht nicht nur um Semantik, meine Damen und Herren, hier geht es um sehr konkrete Entscheidungen, die bis auf die Gesetzesebene dann hinuntergegangen sind. Ein Kollege aus Jena, der das sehr genau untersucht hat, Professor Norbert Frey, hat das vor vielen Jahren, das Buch ist irgendwie Ende der 1990er Jahre erstmals erschienen, es gibt viele Neuauflagen, das kann man glaube ich auch bei der Bundeszentrale umsonst oder mehr oder weniger umsonst bekommen. Dieses Buch von Norbert Frey ist wichtig, es hat den Begriff der Vergangenheitspolitik überhaupt erst in die Sprache mit eingeführt. Das finde ich doch nicht nur diskursgeschichtlich, sondern auch wissenschaftsgeschichtlich ganz interessant. Wir reden heute alle von Vergangenheitspolitik. Norbert Frey zeigt in diesem Buch, dass das Reden, von dem ich gerade hier gesprochen habe, begleitet wurde von einer Serie von Gesetzen, Straffreiheitsgesetzen, Amnestien und Gnadenentscheidungen, das eben was die westdeutsche Politik kennzeichnet, die dann sehr früh eine Entkriminalisierung auch von ehemaligen NS-Tätergruppen einleitete, mit weitreichenden Folgen bekanntlich für Politik und Gesellschaft in Westdeutschland. Dieser Trend spiegelte sich in den 50er und 60er Jahren in unzähligen Heimatgeschichten, ich weiß nicht, ob Sie schon mal in Ihre von Ihrer Stadt jetzt reingeschaut haben, aber Sie können im Grunde schauen, wo Sie reingreifen wollen. Es muss nicht Hildesheim sein, das ist im Grunde immer gleich. Die Heimatgeschichten der 50er Jahre berichten immer sehr ausführlich über den Bombenkrieg. Sie berichten auch über die Geschichte der 20er und 30er Jahre. Dazwischen gibt es immer so berühmte schwarze oder leere oder auf jeden Fall gibt es Löcher, meine Damen und Herren. Und diese Geschichten sind erst in den letzten Jahren, Jahrzehnten dann von den Geschichtswerkstätten auch kritischeren Historikern und Historikern vor Ort nach- und aufgearbeitet worden. In den 50er Jahren war das gängig, dass sie dann entweder aufhörten, da wo es kritisch wurde, oder gewissermaßen einen Sprung gemacht haben über die Phase, wo es aus der Rückschau kritisch war. Also alles dieses typisch für eine Erinnerungskultur, die lernt zu beschweigen, die auch berät ist in dem, wie sie das tut, hat Ihnen ja ein paar Begriffe angedeutet. Und das finden Sie auch in der Denkmalskultur. Schauen Sie immer, ich meine, Denkmäler sind ja tote Wesen, können sich selber nicht äußern, Sie müssen die dann selber lesen. Aber lesen Sie einfach mal die Botschaften der 50er Jahre, der 60er Jahre und schauen mal, wie sich das wandelt dann im Laufe der nachfolgenden Jahre und Jahrzehnte. In den 50er und 60er Jahren beschränkt man sich auf den Denkmalskult in der Bundesrepublik auf pazifistische Allgemeinplätze. Nicht? Also nicht konkret werden gilt auch für das Denkmal. Ich kehre nochmal zu Italien in dieser ersten Phase zurück. Hier bildeten dann die Wahlen vom April 1948 die entscheidende Wendemarke für die öffentliche Erinnerungspolitik. Aus diesen gingen die Christdemokraten mit einer absoluten Mehrheit hervor. In dem gewandelten politischen Klima konnten dann rasch neue Publikationen gedeihen, die primär aus der Feder ehemaliger Aktivisten, militärischer Aktivisten aus den Kriegsjahren stammten. Diese fächerten sich auf nach den politischen Lagern in der italienischen Widerstandsbewegung, folgten aber auch dem Gegensatz zwischen Anhänger der Resistenza auf der einen Seite sowie den Neofaschisten auf der anderen Seite, die das Andenken an die Repubblica di Salò hochhielten. Aus ihrer Sicht stellte die Resistenza, also aus denjenigen, die an der Repubblica di Salò mitgewirkt hatten, einen Bruderkrieg dar, nicht? Ein Guerra Civile zwischen Italienern, der letztendlich nur den ausländischen Mächten zum Vorteil gereicht habe. Daran haben führende ehemalige Kräfte der italienischen Sozialrepublik mitgewirkt. Einblenden, das ist Rodolfo Graziani. Dieser war zuletzt Verteidigungsminister der faschistischen Sozialrepublik, also unter Gnaden Hitlers und Mussolinis gewesen, und verbreitete dann eben ab 1948 seine Botschaft in einem Buch En difesa la patria. Ich habe das Vaterland verteidigt im Bündnis mit Mussolini und Hitler. Ich habe das Vaterland verteidigt. Und das ist sozusagen eine durchaus bemerkenswerte These, die aber durchaus Anklang gefunden hat, vor allem in einem rechten politischen Lager Italiens. Schon zu diesem Zeitpunkt zeigte sich also das Bemühen ehemaliger Funktionsträger, eine Politik der Versöhnung über Versuche zu stellen, die Vergangenheit auch kritisch einmal zu durchleuchten und zu schauen, was bei denen wirklich geht. Bis zu einem gewissen Grad gilt dies aber auch für die politischen Gegner, also die Gegner auf der politischen Linken, verbreiten diese doch auch schon die schon im Kriege formulierte Botschaft, wonach Ausschließung bei allem einen Rückhalt im ganzen italienischen Volk besessen habe und deswegen der deutsche Barbar niedergerungen worden sei. Die Konstellation der internationalen Politik sowie die wachsenden Spannungen im Rahmen der Ost-West-Block-Konfrontation sorgten dann im Laufe der 50er Jahre dafür, dass verantwortliche Politiker sowohl in Deutschland als auch in Italien zielgerichtet den Weg, bekanntlich vor allem in die abendländische Gemeinschaft, suchten und ihn auch in Diskursen öffentlich beschworen. Neben sicherheits- und außenpolitischen Interessen lag diesen Ersuchen zugleich
ein vergangenheitspolitisches Motiv zugrunde, übte doch beide Regierungen eine Art von Interessenkoalition aus. In dem Zusammenhang darf ich Ihnen Alcide de Gasperi, also der Gegenüber von Konrad Adenauer, hier einblenden, weil bemerkenswert ist jetzt in den 50er Jahren, wie auffällig aktiv die italienische Regierung die Bemühungen der westdeutschen Seite um eine Rehabilitierung in der internationalen Gemeinschaft unterstützt und umgekehrt das auch von deutscher Seite ähnlich der Fall ist. Warum? Juristischen Verfahren gegen deutsche Kriegsverbrecher wurden in Italien ein Riegel vorgeschoben von italienischer Seite. Also das, was im Moment stattfindet, wo die letzten Kriegsverbrecher jetzt oder vor wenigen Jahren noch vor Gericht gezogen worden ist, das wusste man natürlich auch schon in den 50er Jahren. Die Akten waren ja da. Die Regierung hatte Zugang. Aber sie schließt diesen Zugang für die Öffentlichkeit und versucht eben auch diese Prozesse abzuwehren. Die Deutschen erhalten viel mehr Rückenwind für ihre Form der Stillhaltepolitik und nicht zuletzt auch bei der Wiederbewaffnung von italienischer Seite. Das Kalkül der italienischen Seite war überhaupt nicht uneigennützig, sondern hatte verfolgte eigene Interessen. Hauptsächlich ging es nämlich der römischen Politik darum, anderen ausländischen Staaten, darunter nicht zuletzt der Sowjetunion, aber auch Griechenland, Albanien und Äthiopien und vor allem Jugoslawien davon abzuhalten, Auslieferungsbegehren nach italienischen Kriegsverbrechern zu verhindern. Und das ist der eigentliche Hintergrund gewesen, dass man eben auch deutsche Kriegsverbrecher nicht verfolgt hat, obwohl die Keplers, Priebkes und wie sie alle heißen, alle sehr wohl namentlich bekannt waren, aktenmäßig. Der Rekurs in den öffentlichen Gedenkreden italienischen Politiker aus den 50er Jahren bezog sich dann immer mehr auf die Aufopferung für das Vaterland, nicht Ortefes oder Patria, der unbedingten Pflichterfüllung im Zweiten Weltkrieg, sowie die Rede von den Missbildungen eines jeden Totalitarismus, also die Auflösung gewissermaßen in vage Bezeichnungen, die im Grunde dann nicht sehr weit von dem entfernt waren, was wir auch in Westdeutschland beobachten können. Und ich belasse es hierbei, bei dieser ersten Einschätzung, dieser ersten Phase, und mache jetzt einen Sprung. Zweite längere Phase bis zum Ende des Kalten Krieges, die dann doch einen Schwenk hin zu einem selbstkritischeren Umgang beobachten lässt, wenngleich das natürlich kein sozusagen selbstlaufender Prozess gewesen ist, nicht Rückschritte gekannt hat, aber das muss ich Ihnen jetzt hier alles vorenthalten, auch aus zeitlichen Gründen. Seit im Grunde schon Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre änderten sich die Kontexte bekanntlich und damit auch zugleich die Zielrichtung der Vergangenheitspolitik in beiden Staaten. Der Anfang dieser Wende wurde in der Bundesrepublik von zahllosen Skandalen markiert, die teilweise auch auf der Basis gezielter Informationen aus der DDR, die ich heute so ein bisschen auslasse, ist natürlich ein wichtiges Kapitel, aber die kann ich nicht auch noch hier einfügen, die bislang beschwiegende und nicht bekannt gewordene NS-Vergangenheit führender westdeutscher Politiker und Beamter aufdeckte. Glocke, nicht wirklich. Vieles Weitere kam aber noch hinzu. Denn als es Ende 1959 in Köln, aber auch in anderen westdeutschen Städten zu Schändung von Synagogen kam, auf Friedhöfen, jüdischen Friedhöfen, reagierte die westdeutsche Politik energisch und leitete neue Aufklärungskampagnen über das Dritte Reich ein. Gleichzeitig können wir in dieser Phase eben das Aufkommen der großen NS-Prozesse beobachten, also die jetzt justizielle Überprüfung vieler Tatbestände, beginnend mit dem Ulmer Einsatzgruppenprozess 1958, der Eichmann-Prozess von 1961-62 in Jerusalem, der Auschwitz-Prozess natürlich in Frankfurt 63-64 sowie die nachfolgenden Prozesse und Verjährungsdebatten im Deutschen Bundestag sind in dieser zweiten Phase insgesamt sehr wichtige Impulse für den öffentlichen Umgang und die Veränderungen im öffentlichen Umgang mit der NS-Vergangenheit gewesen. Alle Faktoren zusammen lösten gesellschaftliche Lernprozesse aus, induzierten einen Einstellungswandel in der Bevölkerung und auch einen schleichenden Wandel der Wertmaßstäbe, wenn auch natürlich langsam, wie immer auf diesen Feldern, und keineswegs quer durch alle gesellschaftlichen Gruppen. Aus der Rückschau ist jedoch deutlich zu erkennen, dass hierbei auch der politisch und gesellschaftliche Aufstieg von Angehörigen einer neuen politischen Erfahrungsgeneration eine wichtige Rolle gespielt hat. Herr Gehler hat schon auf einem Band hingewiesen, den ich mal mitgemacht habe oder mit heraus oder alleine herausgegeben habe, über die 45er-Generation, die 45ers, die Gesellschaft oder die Gruppe derjenigen, die auch von anderen, Chelsky hat sie sogenannte skeptischen Generationen darstellen. Bei den Historikern finden Sie so bekannte Namen wie der Hans-Ulrich Wähler, der vor kurzem verstorbene Bielefelder Historiker, 1930 geboren, die beiden Mommsen-Brüder, Wolfgang und Hans. Sie finden aber auch zum Beispiel Dahrendorf in dieser Gruppe. Sie finden aber auch Helmut Kohl, auch ein 45er. Also man kann es auch bekannte deutsche Gewerkschafter. Das ist ein auffälliges Phänomen, wie viele dieser Kriegsjugendgeneration
die also vor dem Ende des Zweiten Weltkriegs erste politische Sozialisation durchlaufen hatten, so jüngere Schüler wie Sie teilweise waren, in der Hitlerjugend gewesen waren, Wähler war auch in der Hitlerjugend, klar. Dann aber 1945 mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs mit einer ganz anderen Herausforderung konfrontiert worden sind und dann dieses Nutzen für den Aufbau einer neuen Demokratie. Nun, die kommen erstmal ins Studium, ne, nach dem Zweiten Weltkrieg und brauchen dann eben 15 Jahre, um ja irgendwann mal deutscher Professor zu werden oder Soziologe, Politiker und vieles andere mehr und kommen jetzt eben Mitte der 60er Jahre in Funktionsstellen rein, wo sie beginnen, dann eben auch eine gewisse Bedeutung wirken lassen zu können und deswegen ein Wandel auch von Diskursen natürlich dann sich damit verbunden hat. Ein Wandel von Diskursen, der zunehmend sich abkehrt von dem Fokus auf die nationale Ehre der Deutschen, wie das für die erste Phase immer im Vordergrund stand und jetzt eben doch sehr viel kritischer den Umgang mit der eigenen Vergangenheit einfordert. Das ist, wie viele von auch die Älteren von Ihnen wissen, dann begleitet worden von einem zunehmend auch politisierten Diskussion, vor allem einer politisierten Faschismusdebatte in den 60er Jahren. Ich denke natürlich dann vor allem auch an die Studentenunion und ihre Weiterung bis in die 70er Jahre, die deswegen nicht zuletzt aus der Rückschau problematisch wirken, aus meiner Sicht jedenfalls nicht zuletzt, weil das wichtigste Thema, eines oder vielleicht auch tatsächlich das wichtigste Thema, eben der Mord an den europäischen Juden, weiterhin kein Teil dieser deutschen Erinnerungskultur geworden ist, auch noch nicht in dieser Phase, sondern es im Grunde ja dann erst der Ausstrahlung einer Fernsehserie unter dem Titel Holocaust bedurft hat, 1979 folgende, um eine breite gesellschaftliche Auseinandersetzung in Westdeutschland damit in Gang zu bringen. Der Begriff des Holocaust ist seitdem erst in die deutsche Sprache, können Sie mit Juden nachschlagen, eingegangen. Vorher kannte den so gut wie keiner, außer den Spezialisten. Freilich sollte der Einfluss der Medien auf den Wandel der Vergangenheitspolitik nicht überbewertet werden. Insgesamt wohl wichtiger war hierfür der sich ändernde Stellenwert der deutschen Frage im Kontext der Entspannungspolitik, was unter anderem dann auch eine schleichende Veränderung in der Deutung des Kriegsendes andeutete. Eines der bekanntesten Beispiele dafür, und deswegen nenne ich das hier auch, ist die Rede von Richard von Weizsäcker aus Anlass des Jubiläums von 1985, in dem dann diese Veränderung, der Topos-Veränderung hin vom der Begriff der Katastrophe des Jahres 1945 hin zur Rede von der Befreiung vom Nationalsozialismus oder Faschismus, dann eben durchaus ja umstritten in der westdeutschen Öffentlichkeit und Politik diskutiert worden ist, die aber insgesamt doch eine heilsame Wirkung entfaltet hat, weil zum ersten Mal eine pluralisierende Debatte möglich wurde, die im Vorfeld oft noch in der Öffentlichkeit jedenfalls nicht geführt worden ist. Auch in Italien wiesen die offiziellen Vergangenheitsdeutungen am Anfang der zweiten Phase zunächst einen eher homogenen Charakter auf. Ja, sie fielen seitdem zunehmend sogar noch monolithischer aus und da unterscheiden sich jetzt Italiener und Deutsche doch in erheblichem Maße. Hierfür spielten Änderungen auf höchster politischer Ebene eine wichtige Rolle. So betrieb der christdemokratische Ministerpräsident Aldo Moro, der Name ist hier sicherlich den meisten bekannt, ermordet dann 1978 von italienischen Terroristen, der Brigante Rosso, dass Aldo Moro im Grunde schon ab den frühen 60er Jahren, 1963, beginnt die Erweiterung der parlamentarischen Basis für seine Regierung betrieb, indem er eine Mitte-Links-Koalition, Centro-Sinistra, aus Christdemokraten und Sozialisten begründete, unter Einschluss verschiedener kleiner Parteien. Aus deutscher Sicht wirkte das ja dann immer so chaotisch, weil die Regierungen sich abgewechselt haben, aber im Grunde ist ein stabiler Kern in dieser Centro-Sinistra bis ans Ende des Kalten Krieges, wenn man den so nennen will, bis 1989, hat sich erhalten. Mit verschiedenen Modifikationen hielt dieses Gerüst und hat in vergangenheitspolitischer Hinsicht einen politischen Wechsel von Mitte-Rechts- zu Mitte-Links-Deutungen geführt mit einem inneren, deutlicheren Akzent auf die Verdienste der Resistenza. Also die immer monolithischere Deutung, dass der italienische Widerstand die eigentliche Leistung für den Aufbau der Republik einklagen dürfe, ist eine Folge jetzt dieser Entwicklung, auch der politischen Entwicklung seit Mitte der 60er Jahre. Die Botschaft, diese Resistenz der Botschaft, rückt in den Mittelpunkt des öffentlichen Gedenkens und hat sich dort im Grunde bis heute gehalten. Diese Botschaft besteht im Kern aus einer idealistischen Botschaft, die diese Resistenz zu einer Massenbewegung erklärt. Wir wissen, das waren ungefähr aktive Kämpfer, 140.000, 150.000 Menschen, die allerdings durchaus in oft problematischen Kontexten in diese Kämpfe eingegriffen haben und tatsächlich oft auch interne Gegensätze ausgetragen haben und viele Schwierigkeiten auch durch ihr Tun provoziert haben, was für die italienische Zivilbevölkerung von Schaden gewesen ist.
Kennzeichen für die neue vergangenheitspolitische Leitung der italienischen Regierung waren insbesondere die öffentlichen Feiern an den Jahrestagen zur Erinnerung an die Liberation, also der Befreiung der oberitalienischen Städte Turin und anderen vom 25. April. Blende Ihnen jetzt nur drei Bildchen ein, eines eben dieser ersten Bilder überhaupt, der ersten Nachkriegsfeiern. L'Italia è libera, l'Italia risorgerà, Italien steigt wieder auf und dann geht es los und immer wieder mit der Botschaft jetzt, der 25. April ist der Tag der Befreiung in Italien. Wenn Sie das nächste Mal nach Italien fahren und Sie haben Freunde oder Bekannte dort, fragen Sie doch einfach mal die Leute, was die heute dazu denken zum 25. April, dann kriegen Sie eine Ahnung davon, wie umstritten das mittlerweile ist. Aber diese Botschaft wird zunächst jetzt wie mit Kanonen, wenn ich das so nennen darf, also mit Diskurskanonen in die Bevölkerung hineingeschossen. Sie wird zu einer Dauerbotschaft, die dann eben die neue italienische Kultur, Erinnerungskultur prägt. Seit Anfang der 60er Jahre standen die Feiern im Zeichen eines einheitsstiftenden und parteiübergreifenden Charakters, wobei die Begriffe Antifaschismus und Resistenza gewissermaßen die geistig-moralische Legitimation der Republik abgeben sollten. Das Ganze fand sich dann geschichtswissenschaftlich untermauert durch die breite Forschungsarbeit unzähliger, einer mehrerer Dutzend Resistenza-Institute, die gibt es noch heute, also viele Institute zur Erforschung des Widerstandes, die unzählige Publikationen hervorgebracht haben, den italienischen Widerstand dann im Grunde gegen den Nationalsozialismus, gegen das Dritte Reich zum Gründungsmythos des neuen Staates gemacht haben und zu einem integralen Teil der politischen Republik Italiens. Hunderte von Denkmälern, schauen Sie bitte auf die Denkmäler in Italien, wenn Sie dorthin kommen, eben vor allem auf die, die seit 1945 gesetzt worden sind. Zehntausende von Erinnerungstafeln, lesen Sie die einfach mal. Straßennamen, nicht? Schul- und Institutionen widmen, andere Gedenkzeichen, all dieses hat diese zentrale erinnerungspolitische Botschaft dann zusammengeführt. Dazu gehören auch Parlamentsreden, Gedenkfeiern, Ehrenmedaillen, also unzählige Resistenza-Untersuchungsinstitute. Es gab ein einziges zur Erforschung des Faschismus, meine Damen und Herren. Das im Verhältnis zu dem, wie man sozusagen hier sich seiner historischen Vergangenheit hat. Aus der Rückschau wirkt hierbei vor allem die unverhältnismäßige Konzentration auf den Widerstand gegen die deutschen Besatzer problematisch, weil gleichzeitig die lange Phase eben der faschistischen Herrschaft seit 1922 oder, wenn Sie es später haben wollen, seit 1925, also mit dem Ende der Koalition, geradezu tabuisiert wurde. Im Laufe der 70er Jahre konnte sich diese gesamtgesellschaftlich antifaschistische Deutung immer stärker durchsetzen und erhielt einen geradezu kanonischen Status. Das hatte dann zur Folge, dass die Besatzungs- und Kollaborationsjahre 1943 bis 1945 fast ausschließlich nur noch unter dem Oberbegriff des nationalen Befreiungskrieges verstanden wurden. Es hat zwar gegen diese homogenisierende, noch die tatsächliche Entwicklung sogar verzerrende Deutung schon Mitte der 70er Jahre auch offiziellen Einspruch gegeben. Staatspräsident Giovanni Leone hat beispielsweise 1975 festgehalten, Faschismus habe eine Zeit lang einen gewissen Konsens im Volk genossen. Aber der sogenannte Befreiungskampf eben sei auch ein Bürgerkrieg mit Fehlern und Grausamkeiten gewesen, also Annäherung an die historischen Vorgänge. Aber ungeachtet dieser kritischen Einwände blieben die Grundlinien der Vergangenheitsdeutung bis an das Ende der 80er Jahre aufrechterhalten. Man hat im Grunde in Italien auf diesem Weg eine historische Lebenslüge verbreitet. Sie kennen das auch aus der deutschen Geschichte. Historische Lebenslügen spielen da oft eine wichtige Rolle. Diese Lebenslüge ist nicht zuletzt beklagt worden von einem der führenden italienischen Zeithistoriker, den ich heute schon nannte. Dieser Zeithistoriker heißt Renzo De Felice, ist, glaube ich, wahrscheinlich sogar der wichtigste Faschismusforscher überhaupt Italiens nach dem Zweiten Weltkrieg gewesen. Er lebt nicht mehr, aber er hat es geschafft, etwas zu tun, was viele Historiker nicht tun. Er hat nicht nur Bücher geschrieben, sondern sehr populäre kleine Interviews gegeben, die dann in Buchform herausgegeben worden sind. Er hat das erstmals getan Mitte der 70er Jahre in einem Intervista sul Fascismo, das sehen Sie hier so etwas schlecht zu lesen, eingeblendet, mit einem englischen Journalisten, also orchestriert, das hat er sich interviewen lassen nach vorgefertigten Fragen und vorgefertigten Antworten. Das war kein richtiges Interview, aber er hat das ganz geschickt gemacht, also geschickte Historiker haben ja auch einen Preis verdient. Er hat dieses Buch also unheimlich oft verkauft. Und diese Medienaffinität, De Felicis war sicherlich eines seiner Erfolgsgaranten für auch seine Deutung des Faschismus, die von vornherein, wie ich heute schon angedeutet habe, immer im klaren Gegensatz zu kritischen eher linken Deutungen war, auch zu der linken Deutung der Resistenza und insofern eine klare Herausforderung an diese dann geradezu kanonische Deutung in der politischen Öffentlichkeit war.
Für De Felice stellt der Faschismus ein revolutionäres Phänomen dar, in seiner Interpretation der Nationalsozialismus dagegen ein reaktionäres. Während der Faschismus an den Fortschritt geglaubt habe, den der Autor sogar eine modernisierende Wirkung für Italiens Wirtschaft und Gesellschaft attestiert, und er überließ dem Regime Mussolinis im Vergleich zur italienischen Republik einen höheren Sinn für Staat und staatsbürgerliche Pflichten zugestanden, habe der Nationalsozialismus eine traditionalistische Bewegung dargestellt, mit einer zyklischen und reaktionären Sicht der Vergangenheit. Und mit all diesen Dingen kann man natürlich reden. Entscheidend ist, dass De Felice immer wieder gesagt hat, der Faschismus war eben nicht so wie der Nationalsozialismus, weil er sich nicht beteiligt habe an der Ermordung der Juden, weil er nicht rassistisch gewesen sei, auch nicht antisemitisch gehandelt habe, was heute in der historischen Forschung ganz anders dargestellt wird. Nun aber, dass De Felice zunächst einmal seit den 70er Jahren in einer für seine italienische Gesellschaft so beruhigenden Weise daherkam und auch ein breites gesellschaftliches Echo fand, erklärt sich nicht zuletzt mit dem Wandel der italienischen Politik seit dem Laufe der 80er Jahre. Also ist der populärste, der wichtigste Historiker geworden, in großer Nähe zur Politik. Seit Anfang der 80er Jahre haben sich schon lange vor Berlusconi, die politischen Kräfte um Ministerpräsidenten Bettino Craxi auf ein Programm verständigt, das die institutionelle und parteipolitische Erneuerung Italiens vorsah. Darüber geriet die vorher kompakte Front der Nachfolgeparteien des Nationalen Befreiungskomitees, wie gesagt von den Kommunisten bis zu den Katholiken, ins Wanken. Gleichzeitig gelangte jetzt eine neue Deutung des Befreiungskampfes zwischen 1943 und 1945 als die eines Bürgerkriegs in die Öffentlichkeit. Und nicht zuletzt Renzo De Felice ist zu verdanken, dass diese Deutung dann nach und nach an Bedeutung gewonnen hat und immer mehr Zuspruch gefunden hat. Eine Deutung, nochmal zur Erinnerung, die aus dem neofaschistischen Lager kommt. Nicht? Also das ist in Deutschland eigentlich undenkbar, dass hier sozusagen die von den politischen Rechten nach dem Krieg und schon teilweise zwischen 1943 bis 1945 in der Öffentlichkeit produzierten Thesen jetzt zu einem neuen Deutungsmodell in der italienischen Erinnerungskultur werden können. Das will ich Ihnen jetzt in seinen Weiterungen noch in wenigen Minuten erläutern. Kommen wir zum Schluss. Es geht jetzt um den Umgang mit der Vergangenheit seit den 1990er Jahren, auch da natürlich noch einige Akzente. Mit dem Zusammenbruch der kommunistischen Regime in Osteuropa, natürlich nicht zuletzt auch in der Deutschen Demokratischen Republik, haben sich die Rahmenbedingungen für nationale Erinnerungskulturen nachweislich nochmal erheblich gewandelt. Zu den sichtbaren Begleiterscheinungen zählen seitdem das Schleifen, die Zerstörung zahlreicher Denkmäler, ihre Umgestaltung, ihr Ersatz durch neue materielle Erinnerungszeichen. In den gleichen Zusammenhang gehören die tausendfache Umbenennung von Straßen, das haben wir in Ostdeutschland alle erlebt, auch der Kampf um die Umbenennung von Straßen und andere öffentliche Räume, und die Überarbeitung staatlicher Symbole, die Änderung der politischen Inszenierung. Zwangsläufig änderte sich ab 1989 ebenso die Gestaltung eben dieser Inszenierung im Rahmen öffentlicher Erinnerungsfeiern an die Vergangenheit im Zweiten Weltkrieg. Wir können nun diese Resultate dieser Veränderung in ganz Europa beobachten, vor allem in Ostmitteleuropa sind sie besonders stark ausgefallen, aber auch im Westen des Kontinents stellte sich die Lage durchaus unruhig dar. Denn auch hier sorgte der Untergang der kommunistischen Regime für eine erhebliche Transformation der Erinnerungskultur. Mit dem Zusammenbruch der DDR und der Deutschen Einheit gilt das Gesagte nicht zuletzt für die Bundesrepublik, aber auch für Italien, meine Damen und Herren. Italien ist das Land in Westeuropa nach Deutschland, es zählt zu denjenigen Ländern, das die größten Erschütterungen infolge des Zusammenbruchs der Sowjetunion und dem Niedergang des bipolaren politischen Systems erfahren hat. Immerhin, alle politischen Parteien der italienischen Ersten Republik, wenn man sie wirklich so zählen will, die Verfassung ist immer noch die gleiche, sind seitdem von der Bühne der Politik verschwunden. Das ist eine Wirkung, eine Nachwirkung des Endes des Kalten Krieges, was dann eben zur Änderung eben der Verfassungssituation eben auf dieser Bühne beigetragen hat, gefolgt von neuen politischen Bewegungen, der Lega Nord zum Beispiel, der Forza Italia Berlusconis, die ganz andere vergangenheitspolitische Deutung verfolgt haben und verfolgen, als dieses für den Arco Costituzionale von 1948 gilt. In Deutschland vollzogen sich die Umbrüche im Westen der Republik vergleichsweise schleichender. Sie kennen das alle, ich mache das hier ganz kurz, aber auch hier waren sie fundamental. Zu einer ihrer Begleiterscheinungen gehört die Verlagerung von Veranstaltungsorten in der öffentlichen Erinnerungskultur für das politische Gedenken an den Zweiten Weltkrieg und nicht zuletzt an den Holocaust, in der Form, dass Politiker eben jetzt die KZ-Gedenkstätten aufsuchten und zu bevorzugten Gedenkveranstaltungen machten. Das war vor den 1990er Jahren so nicht der Fall. Auch in der Region und in den Kommunen sind seitdem die Museen, die Gedenkstätten sowie die Denkmäler, die sich auf die NS-Vergangenheit beziehen, zu akzeptierten und meist auch staatlich geförderten Elementen des Kulturlebens aufgestellt.
Ich will aber jetzt hier keine reine Erfolgsgeschichte nachzeichnen, das wäre auch ungemessen und unangemessen bei diesem Tatbestand. Denn das, was ich anfangs vor allem auch vor dem Hintergrund der Jugoslawienkriege als eine vorsichtige Kritik an einer zu engen Auslegung des politischen Denkens an den Zweiten Weltkrieg andeutete, ist seitdem zu einem beträchtlichen Protest angeschwollen. Mittlerweile wollen viele Deutsche mehr und deutlicher auch in der Öffentlichkeit vom deutschen Leiden im Zweiten Weltkrieg erfahren. Lassen Sie sich dazu zählen, in welcher Form. Viele Publikationen und Diskussionen, öffentliche, haben diesen Trend zu einer immer stärker auf sich selbst gerichteten bundesrepublikanischen Erinnerungskultur gefördert. Einige bekannte Namen, nur zur Erinnerung, 2002 erschienen beide, einmal Jörg Friedrichs Bestseller Der Brand, die ihr wahrscheinlich eben auch mal irgendwann zur Kenntnis gekommen, Günter Grass Novelle natürlich Im Krebsgang, in Erinnerung an den Untergang der Gustloff, aber eben auch so publikumswirksame Fernsehfilme über Flucht und Vertreibung mit bekannten deutschen Fernsehschauspielern. Einen weiteren wichtigen Schub löste die seit mehreren Jahren laufende Debatte über die Einrichtung eines Zentrums gegen Vertreibungen aus. Das ist im Moment gerade wieder aktuell in der Debatte, weil der Beiratsvorsitzende politisch in Misskredit geraten ist. Das will ich vorsichtig noch andeuten. Also das ist ein elendes Problem in Kurzform, diese Debatte, die institutionell bisher keine eindeutige Lösung zu erkennen ist. Also Vertreibung ist ein heißes Thema. Dahinter verbirgt sich ein grundlegender Perspektivwandel, das ist eben nicht nur in Deutschland so der Fall, der als ein sich beschleunigender Prozess, und das darf ich vielleicht so zuspitzen, der Viktimisierung bzw. der Geschichtsbetrachtung aus der Opferperspektive betrachtet wird. Ob in politischen Reden, in medialen Repräsentationen, seien es Fernsehfilme oder Spielfilme, oder eben auch in geschichtswissenschaftlichen Studien werden heute zunehmend die Opfer in den Mittelpunkt gerückt. Während in der Vergangenheit die großen Narrative, die Meistergeschichten, wie wir heute sagen, eher den Helden in den Mittelpunkt gerückt haben. Alte Geschichtsdarstellungen sind Heldengeschichten, moderne Geschichtsdarstellungen sind Opfergeschichten, tendenziell sie zu haben. Es handelt sich hierbei, so hat es der französische Kollege und Historiker Henri Rousseau ausgedrückt, um den bedeutsamen Übergang von einer politischen zu einem moralischen Muster der Vergangenheitsbetrachtung. Aber das ist eben nicht nur ein Markenzeichen der deutschen Vergangenheits- und Erinnerungskultur, sondern eben einer gesamteuropäischen Erinnerungskultur seit den 1990er Jahren geworden. Es handelt sich hierbei um ein insgesamt internationales Phänomen und spiegelt sich heute in den oft journalistisch aufgemachten Enthüllungsgeschichten über die Verbrechen der Resistenza, gerade auch in Italien wieder. Das ist wirklich bemerkenswert. Es gibt einen Journalisten, Panzer heißt der, hat ein Buch geschrieben, Il Sangue dei Vinti, also das Blut der Besiegten, und der jetzt immer wieder mit neuen Enthüllungsgeschichten aufwartet, um zu erklären, was der Widerstand Schreckliches getan habe. Ich will dem das gar nicht streiten, ich will nur kurz andeuten, das ist ein aktuelles politisches, auch journalistisches Phänomen, was eben die Debatten, auch die politischen, begleitet und von Berlusconi und anderen immer wieder dankenswerterweise dann noch aufgegriffen wird, für ihre Zwecke. Nun ist bemerkenswert, die um das Jahr 1990 aufgedeckten Korruptionsskandale, also kurzes Stichwort Tangentopoli, und der dadurch bewirkte Niedergang der Demokratia Christiane sowie der Zerfall der kommunistischen Partei in Italien heftige vergangenheitspolitische Debatten provoziert haben, wie es heute anhalten. Wir brauchen bloß die Debatten im Parlament sich anzuhören. Das zeigte sich auch mit aller Eindringlichkeit schon im Grunde mehrere Jahre zuvor, Mitte der 1990er Jahre. Ich darf nochmal einen Titel einblenden, nochmal ein Titel von Lorenzo Di Felice, wie gesagt, ein sehr aktiver Autor, der ein kleines Büchlein herausbrachte, Mitte, also 1995 genau genommen, Rosso e Nero, brauche ich glaube ich nicht zu übersetzen. Das ist im Grunde eine gebündelte Abrechnung in Textform mit der italienischen Widerstandsgeschichtsschreibung der vorangegangenen Jahrzehnte und eben auch dieser Resistenza-Deutung, die sind sehr, sehr erfolgreich, auch dann in verschiedenen Übersetzungen im Ausland kursiert. Der Widerstand in dieser Deutung war eben nicht mehr eine vom ganzen Volk getragener Widerstand, und sowohl Faschisten als auch Antifaschisten seien tatsächlich nur aktive Minderheiten, schreibt Renzo Di Felice, gewesen, während die überwiegende Mehrheit der Italiener sich in einer grauen Zone im Wachtestand, im Zweiten Weltkrieg, also zwischen 1943 und 1945, befunden habe. Gleichzeitig verteidigt Di Felice in diesem Büchlein Mussolinis Kollaboration mit Hitler seit Ende 1943 mit dem Argument, der Duce habe aus patriotischen Motiven versucht, Hitler daran zu hindern, Italien zu einem zweiten Polen zu machen. Obwohl Di Felice mit diesem zweiten Interview, also wieder diese Strategie, man lässt sich interviewen über das, was man sagen will, auf eine vollständige Diskreditierung der vorangegangenen Widerstandsgeschichtsschreibung hinausging und im Grunde alle von der politischen Linken gepflegten Geschichtsbilder damit in Frage stellen wollte, ist er damit nicht richtig erfolgreich gewesen. Nicht deswegen,
weil es auch andere Kräfte eben in dieser Gesellschaft gegeben hat und weiterhin gibt, die ihm Paroli geboten haben. Ich komme gleich darauf zu sprechen. Berlusconi, der dann ja seit Ende der 1990er Jahre seinen politischen Aufstieg erfährt und dann mehrfach gewählt worden ist, hat sich dieser Politik, diesen politischen Deutungen Renzo De Felicis angeschlossen. Er hat nach seinem zweiten Wahlsieg im Jahre 2001 konkurrierende Erinnerungstage zum 25. April durchgesetzt. Das heißt einerseits eingeführt den Tag des Gedenkens an die italienischen Opfer der Foibe. Also das sind diejenigen Kräfte, Menschen gewesen, die im italienisch-slowenischen Grenzland in die Karsthöhlen hineingestoßen worden sind, oft lebend hineingestoßen sind. Ungefähr 5000 Menschen sind damals umgebracht worden an diesem Grenzraum. Und in Erinnerung daran, ein hochpolitischer Tag aber eben, der jetzt eben offiziell von dann 2001 deklariert worden ist, und den Tag der Freiheit am 9. November. Bemerkenswert, dass in Italien begeht man offiziell, aber nicht als arbeitsfreien Tag, den 9. November in Erinnerung an den Fall der Mauer. Das haben die Deutschen bislang noch nicht geschafft. Das wollte ich nur kurz noch einfließen lassen. Nun, angesichts der daraus entstehenden innenpolitischen Spannungen, die ja nun offensichtlich hier auch politischen Lagern zugerechnet werden können, hat der Staatspräsident, der zwischen 1999 und 2006 amtierte, Carlo Azeglio Ciampi, nochmal in zwei Zusammenhängen einblendet, dann eine Strategie entwickelt, die im Grunde die Geschichte des italienischen Nationalstaats in der croatischen Fassung als einen Weg darstellen wollte vom Risorgimento, also der Wiedergeburt Italiens im 1900, bis in die Resistenzzeitbewegung des Zweiten Weltkriegs, hinein in die Republik nach dem Zweiten Weltkrieg. Das ist eine zentrale erinnerungspolitische, vergangenheitspolitische Botschaft, die er in unzähligen Reden dann immer wieder befördert hat. Er hat, ähnlich wie Kohl, das ist durchaus parallel, dann die nationalen Symbole, also Hymne, Fahne und Altar des Vaterlands, Sie kennen alle diese schrecklichen Dinge von 1911 gebaut, in Rom, diese zwei weiße Altar da, dann wieder zu einem Zentrum der politisch-republikanischen Feiern erklärt. Auch die Einführung, die Wiedereinführung, er war auch beteiligt an der Wiedereinführung neuer Feiertage, 2. Juni als Verabschiedung der Verfassung in Italien seit 2000. Dieser Feiertag war 1977 abgeschafft worden, der wird jetzt 2000 wieder eingeführt. Sie sehen also, wie schwierig dann auch die Italiener es mit ihren Nationalfeiertagen haben. Das ist in Deutschland ja durchaus auch nicht ganz unüblich. In seinen geschichtspolitischen Reden lancierte Ciampi außerdem immer wieder eine zentrale Botschaft, welche das historische Erbe von Risorgimento und der Resistenza eben zusammenführte und daraus so etwas wie eine Religion der Freiheit aufbauen sollte. Das ist seine Botschaft gewesen, eine Religion der Freiheit, die dann eben aber nicht nur einen nationalen Typ sei, sondern einen europäischen Wert darstellt. Ein Eingeständnis italienischer Mitschuld an den Verbrechen im Zweiten Weltkrieg kam ihm jedoch zunächst nicht über die Lippen. Er hat dann aber gegen Ende seiner Amtszeit, also wie gesagt 2006, dann doch eine Wende vollzogen. Er hat die Bücher, das ist ja manchmal gut, wenn Politiker auch Bücher lesen und dann sogar noch Bücher von Historikern, hat die neuen Erkenntnisse der Historiker in Italien, auch der ausländischen Kollegen, also von uns, letztendlich zur Kenntnis genommen und auf dieser Basis dann eben doch sich dazu bereit gefunden, gegenüber Kroaten und Slowenen einerseits eine Entschuldigung auszusprechen und andererseits eben doch auch darauf hingewiesen, dass es im Grunde hier wechselseitig Verbrechen, sowohl der Kroaten, Slowenen als auch Albaner und anderen Gruppen, im Zusammenhang mit dem Besatzungskrieg, der Besetzung der Italiener auf dem Balkan gegeben haben. Nun, ich komme zum Schluss. Sowohl in der Bundesrepublik als auch in Italien unterlag die Vergangenheitspolitik der letzten Jahre einem grundlegenden, ich habe es ja angedeutet, auch politisch induzierten Wandel. Hierbei spielten viele aktuelle politische, großpolitische Veränderungen eine wichtige Rolle, aber auch der generationelle Wandel, wie ich angedeutet habe, wobei dieses insgesamt keineswegs, wie mir scheint, ein nachlassendes Interesse an der Geschichte der faschistischen Diktaturen oder auch des Zweiten Weltkriegs signalisieren muss. Im Gegenteil, gerade auch unter den Angehörigen einer nachwachsenden Generation, Schüler und Schülern, Studenten unserer Tage, ist das Interesse an einer kritischen Beschäftigung, ich hoffe, Sie sind jetzt nicht alle von Ihren Lehrern hier hingezogen worden, das Interesse an einer kritischen Beschäftigung jetzt mit dieser Geschichte der Diktaturregime und des Krieges durchaus sehr ausgeprägt. Warum? Das kann zum einen eine Folge einer historisch-politischen Didaktik sein, die hat auch ihre Erfolge, und ich glaube, es ist mehr im Spiel. Die Rückkehr des Krieges auf den europäischen Kontinent in den 1990er Jahren, die Bilder von jugoslawischen Konzentrationslagern, die zunehmende Instabilität der internationalen Politik haben gerade auch jüngere Menschen dafür sensibilisiert, dass die Geschichte der Gewaltregime des 20. Jahrhunderts weniger reine Geschichte ist, nicht also das, was früher mal war, sondern viel mit dem zu tun hat,
mit dem wir uns heute beschäftigen wollen müssen. Gleichermaßen macht sich heute durchaus das Erbe der deutsch-italienischen Verflechtungsgeschichte immer noch bemerkbar. Ich habe es angedeutet, dazu gehören neue, auch wieder neu aufgelegte Anklagen gegen ehemalige Täter, Verbrecher aus Reihen der SS, auch der Wehrmacht, auch der deutschen Politik. Gleichzeitig auch die laufenden Anträge zur Wiedergutmachung des Unrechts an den Militärinternierten. Dein allerletztes Bild. Erich Priebke, der immerhin 100 Jahre geworden ist, der nach seinem südamerikanischen, nachdem er geflohen ist nach dem Zweiten Weltkrieg, über die berühmt-berüchtigte Rattenlinie, dann identifiziert worden ist und in den 1990er Jahren nach Italien zurückgebracht wurde, dort angeklagt wurde, dann erst freigesprochen wurde und in einem zweiten Prozess dann mit lebenslanger Haft belegt wurde, die dann angesichts seines fortgeschrittenen Alters auch dann nicht mehr umgesetzt oder nur noch mit Hausarrest beendet werden konnte. Priebke, der bis zuletzt uneinsichtig war, einer der Hauptmittäter bei den Massenverbrechen in den Fosse Ardeatina, also in den römischen Höhlen. Nun, alle diese Erinnerungsbilder sind in der Gegenwart da, meine Damen und Herren. Ich rede also nicht über Geschichte, ich rede über die Geschichte unserer Tage. Das lesen Sie in den italienischen Zeitungen dieser Gegenwart der letzten Wochen, der letzten Monate, der letzten Jahre. Indem wir darüber reden, und das erscheint mir wichtig, und deswegen halte ich auch gerne so Vorträge, wie ich das heute getan habe, können wir den stereotypen Vorstellungen, klassischen Vorstellungen vom guten, vom braven Italiener gewissermaßen aushebeln und sozusagen uns einer realistischeren Weise, realistischeren Sichtweise zurechnen, beziehungsweise dort in diese Richtung entgegenarbeiten. Aber mir scheint, und das ist dann wirklich mein allerletzter Satz, eine ähnliche Korrekturarbeit ist auch in Deutschland noch zu leisten. Die schlechte Sichtweise, die kritische Sichtweise, ich habe am Anfang von dem Zerwürfnis zwischen Deutschen und Italienern gesprochen, die sollten wir doch sehr viel vorsichtiger angehen und uns immer wieder in dessen Bewusstsein tun, dessen, was da im Zweiten Weltkrieg, vor allem in der Phase zwischen 1943 und 1945, passiert ist. Und wenn Sie das wissen, dann können Sie auch sehr gut mit Italienern kritisch über Ihre Vergangenheit diskutieren. Aber wenn Sie das nicht wissen, dann schaffen Sie Probleme und dann schaffen Sie eben ein sehr ungünstiges Deutschlandbild in Italien, von dem ja sehr viel auch dort in den Gazetten, in der Presse, in den Medien zu sehen und zu hören ist. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ich hoffe, Vortrag, der nicht so lang war, aber er hat praktisch 100 Jahre, also das 20. Jahrhundert, einen großen Teil und auch noch den Blick in die Geschichte des Umgangs mit diesen Diktaturen, mit dem Faschismus und dem Nationalsozialismus im 21. Jahrhundert. Wir haben erfahren, Verflechtungsgeschichte des italienischen und deutschen Faschismus, die scharfe Abgrenzung und Differenzierung Faschismus, Nationalsozialismus, so nicht mehr in dieser bracherschen Dichotomie haltbar durch die neueren Forschungen, erstaunliche Analogien, Vergleichbarkeiten, Ähnlichkeiten. Die zweite Phase, die ganze Nachkriegsentwicklung, deutsch-italienische Vergangenheitspolitik, wo man fast den Eindruck bekommen hat, wenn man das von Ihnen gehört hat, das ist eine Art, ich sage es nicht Absprache, aber eine Art wechselseitiges Zurücknehmen und Zurückhaltung gegeben hat von Bundesdeutscher wie von italienischer Seite, Sie haben die Namen genannt, Adenauer und De Gasperi, Rehabilitierungsversuche von beiden Staaten, die Bundesrepublik Deutschland als Nachfolgestaat des Dritten Reiches, Italien auf dem Weg zu einem neuen Italien, ja, die Monarchie wurde hier in einem Referendum abgelehnt. Dann haben Sie die Revision der Vergangenheitspolitik im Zeichen des politischen gesellschaftlichen Wandels aufgezeigt, so sehr Dinge ähnlich schienen, vergleichbar schienen. Hier deuten sich dann schon Unterschiede an. Sehr interessant, was Sie auch zu Renzo De Felice gesagt haben, der den Resistenza-Mythos zerstört. Weizsäcker hat auch mit dem Begriff des Zusammenbruchs aufgeräumt und gesagt, es war ein Tag, an dem wir letztlich, wenn es auch nicht einfach war, befreit worden sind. Dann am Ende der Umgang mit der Vergangenheit in den 90er Jahren, wo Sie auch interessant angesprochen haben, die Denkmals- und Erinnerungskultur. Sie haben von geschliffenen Denkmälern und von unbenannten Denkmälern gesprochen. Ich darf bei der Gelegenheit kurz darauf hinweisen, wir haben am 12. Januar hier einen Vortrag über ein Denkmal, das heißt ganz vor kurzer Zeit etwas umgemodelt wurde, vielleicht kann man das so nennen. Hannes Obermeier wird
kommen aus Bozen vom Stadtarchiv, er ist dort der Leiter, und spricht über Textur eines Denkmals, das Bozener Siegesdenkmal, auch als Faschistendenkmal in Erinnerung von 1928, das nach wie vor steht, nicht geschliffen wurde, aber jetzt im unteren Gewölbebereich eine neue Interpretation erfahren hat, ein europäischer Erinnerungswert. Ich habe en passant schnell mit Dr. Vogel ausgemacht, wir machen das als gemeinsame Veranstaltung, weil wir mit so tollem riesigen Publikum gerne wieder rechnen. Nun, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben die vier Phasen jetzt präsentiert bekommen. Ich denke, Stoff für eine Diskussion müsste reichhaltig vorhanden sein. Europagespräche heißt auch Diskussion, was ich immer wieder sage. Die Diskussion ist hiermit eröffnet. Irgendwo war ein Mikrofon im Saal, das hat sich möglicherweise verrollt. Sie sehen mir, also wenn Sie jetzt Fragen stellen, müssen Sie laut stellen, damit wir alle es verstehen können. Erste Frage, Herr Ender, zweite Frage, Herr Pomarening, und aber eine dritte hätte ich noch gern. Alle guten Dinge sind drei. Ja. Herr Lühe, Sie haben eine Frage. Ich sehe eine Frage. Sehr gut. Also wir fangen an, müssen wir sammeln, bitte. Drei Punkte im Telegrammstil. Kann es sein, dass die deutschen Kriegsverbrechen in Italien, in Deutschland so wenig bekannt sind, kann das damit zusammenhängen, dass in Deutschland unter Holocaust im Vordergrund steht, wenn man von Nazi-Verbrechen spricht. Zweiter Punkt, ich habe schon den Eindruck gewonnen, dass die juristische Aufarbeitung in Deutschland intensiver war als in Italien. Auschwitz-Prozess, Majdanek-Prozess, Ludwigsburger Zentralstelle, so etwas Ähnliches hat es ja wohl nicht gegeben in Italien. Letzter Punkt, Sie haben sehr stark die Gemeinsamkeiten zwischen Nationalsozialismus und Faschismus betont. Das ist das ein Rückkehr zu Ernst Nolte? Faschismus in seiner Epoche, der hat ja damit angefangen. Und was würden Sie denn als die wichtigsten Unterschiede zwischen Nationalsozialismus und dem Faschismus nennen? Ja, Herr Pomarin, wie dein Student. Mich würde interessieren, es geht darum, die Erinnerungskultur mit den Denkmälern. Sie sagten, sie seien teils geschliffen worden. Ist das ein Umgang mit der Geschichte oder also eine Art Bewältigung der Vergangenheit oder ist es einfach eine entfernte schwarze Flecke in der Geschichte? Mich hat die Stellungnahme eines der Historiker, die Sie genannt haben, überrascht, nämlich der Kontrast, dass der italienische und der deutsche Faschismus sich in der Wahrnehmung von Modernität und Konservativismus massiv unterschieden hätten. Ich habe gelernt, dass der deutsche Faschismus oder der Nationalsozialismus als damals hochmoderne Bewegung wahrgenommen wurde. Zwei Schlagworte, es kommt nicht mehr darauf an, wo deine Familie herkommt, sondern wenn du was drauf hast, dann kannst du was werden, so diese Message. Oder auch das Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Verhältnis, wo das dann nicht mehr die Zusammenarbeit zwischen Arbeitnehmer und Arbeitgeber modernisiert wurden, das überrascht mich und vielleicht erläutern Sie kurz, wie das begründet wird. Bitte. Ja, jetzt haben Sie aus den drei Fragen sechs, glaube ich, gemacht, aber ich will Sie alle versuchen, so gerecht zu werden. Sie haben, glaube ich, hier schon mal drei eingeführt. Ich darf das entsprechend etwas noch kürzer machen, Sie haben das ja auch telegrammstilmäßig vorgebracht. Also zunächst mal, es ist in der Tat sehr richtig und eine kluge Beobachtung, dass das Reden in Deutschland über die Südfront deswegen so stark in den Hintergrund gerückt ist, weil die Ostfront so viel bedeutsamer natürlich auch für die deutsche Militär- und Kriegsgeschichte insgesamt war und von daher gesehen allein von den Zahlen her natürlich sich auch gute Gründe dafür anführen lassen, dass es so war. Dass das dann aber vollständig verschwindet, war natürlich kein hinreichender Grund. Und dass die Südfrontkämpfer dann gewissermaßen freies Spiel hatten, ihre Erinnerungen so zu gestalten, Kesselring, also als dem Hauptverantwortlichen, ist natürlich da der wichtigste in dem Zusammenhang, ist dann wieder ein Problem gewesen. Also die Nichterinnerung hat dann denjenigen, die es bewusst in einer einseitigen Form erinnern wollten, freien Raum gelassen. Das ist das Problem bei dieser sogenannten Südfront. Und natürlich, das ist eine deutsche Sicht auf das Problem. Für Italiener ist das eine ganz andere. Und das muss man sozusagen aus der deutschen Perspektive vielleicht dann noch einmal rejustieren, wenn man so will, um das einfach mit in die Gesamtwahrnehmung zu integrieren. Jetzt habe ich mir was geschrieben, kann ich gar nicht mehr lesen. Zweiter Punkt. Die juristische Aufarbeitung, das kann ich nicht mehr identifizieren. Ja, die juristische Aufarbeitung ist in der Tat im deutschen Fall sehr viel intensiver, als das für den italienischen Fall gesagt werden kann. Wobei man unterschätzt das ein bisschen bei Italien, da sind nicht so die berühmten
großen Prozesse, die von Nürnberg ausgehen, jetzt dann bis Frankfurt und so weiter, Meidenbeck in Düsseldorf später, die fallen einem nicht automatisch ein, aber es hat, wie gesagt, zehntausende Verfahren gegeben, vor allem in den frühen Jahren, die durchaus bedeutungsvoll waren, auch in der italienischen justiziellen Aufarbeitung. Die Tatsache, dass es in Deutschland dann so viel mehr und so viel bedeutsamer insgesamt war, ist, dass es hier kurz gesprochen viel mehr Täter gab. Und dass die alliierte Aufsicht eben hier gewissermaßen mitgewirkt hat, also Nürnberg am Anfang. Und dann natürlich, die stehen immer hinter all diesen Prozessen und fördern und fordern sie. Das ist der Unterschied dann zu Italien, das natürlich anders aus diesem Krieg herauskommt. Dritter Punkt, Nationalsozialismus, Faschismus, ist das wieder eine Rückkehr zu Nolte? Nein, das ist eben nicht mehr Nolte. Nolte ist eine rein ideengeschichtliche Darstellung, die im Grunde den Begriff des Faschismus ja damals salonfähig gemacht hat, gegen auch den starken Widerstand von Bracher und vielen anderen und überhaupt die Vergleichbarkeit des Phänomens, das ist ein großer Verdienst, insgesamt betont hat, aber eben dann auf einer Herleitung, die dann letztendlich den französischen Antisemitismus als den wirklich eigentlich bedeutsamen in Europa und den deutschen Nationalsozialismus als den vergleichsweise weniger bedeutsamen Fall markierte. Und da ist so ein bisschen, wenn Sie das Buch ganz genau nochmal lesen, da steckt schon viel von der späteren geschichtspolitischen Botschaft drin, die der Nolte dann irgendwann ins Abseits geführt hat. Das ist also nicht Rückkehr zu Nolte, sondern heute, das war so eine kurze Andeutung mit diesem wissenschaftlich etwas jetzt schwierig nachzuvollziehen, Begriff der Praxeologie, dass man so viel mehr schaut, dass die Faschisten der frühen Zeit, die frühe SA, die Squadristi auf italienischer Seite eigentlich keine aus ideologischer Überzeugung primär zusammengeführte Gruppe gewesen ist, sondern sehr stark aus dem Moment der Gewalterfahrung, vor allem der frühen Nachkriegszeit, nicht gerade aus dem Krieg, sondern der frühen Nachkriegszeit zwischen 1918, 1923, 22 in Italien heraus, dann eben diese Bündnisse geschmiedet haben, die dann zu einem Nukleus dieser Kameraderien mit paramilitärischem Anspruch geworden sind. Und das hat Sven Reichert, der in Konstanz ist, ein Kollege, sehr, sehr genau in einem sehr dicken Buch nachgewiesen, wie sozusagen die Gewalterfahrung, das Ausüben von Gewalt im Alltag, die eigentliche Schmiede dieser Faschisten gewesen ist. Und zwar nicht nur in Italien, sondern auch in Deutschland. Das ist eine ganz andere Interpretation als Nolte. Nolte würde hier ablehnen. Dann kam die Frage zu den Denkmälern. Das ist natürlich immer ein hochspannendes Kapitel. Bei allen Denkmälern muss man sich immer fragen, wer stellt sie auf, wer nimmt sie überhaupt wahr und wer reißt sie dann wieder ab, beziehungsweise wer ersetzt sie. Das ist eine unendlich vielfältige Geschichte. Die Deutschen haben die Neigung, die Deutschen, sage ich jetzt mal so etwas plakativ, die deutsche politische Kultur, dann, wenn es ganz unschicklich wird, die Dinge entweder abzureißen, also vollständig zu beseitigen und damit eben dann Nazi und Memoria zu betreiben, was sehr problematisch ist aus meiner Sicht, ich bin überhaupt gegen diese ganzen Vernichtungsaktionen. Entweder man soll die stehen lassen, man soll sie gelegentlich vielleicht mit neuen Plaketten ausstatten oder ergänzenden Plaketten. In Hamburg hat man das getan, das ist eines dieser berühmtesten Beispiele dafür, halt auch Gegendenkmäler dann entsprechend zu diesen heute nicht mehr erträglichen, in Anführungszeichen, Denkmälern geschaffen. Aber das ist eine sehr diffizile Diskussion. Ich habe heute nur darauf hingewiesen, für mich ist immer wichtig, welche Botschaften geben Denkmalsetzung in einer bestimmten Phase ab. Passen sie sich in den herrschenden Diskurs ein oder sind sie Widerlager? Geben sie Anlass zum Denken? Das sollen ja eigentlich Denkmäler. Aber Musin hat man gesagt, ja, mit dem schönen Satz, Denkmäler fallen dann auf, wenn man sie wegstellt. Also wir sagen, das ist das, was man auch nicht überschätzen, was diesen Bereich angeht. So, und dann die große Frage nach der Moderne, der Modernisierung. Das ist natürlich ein Riesenkomplex, den Sie zu Recht ja auch anstoßen. Der war der Ansicht, dass der italienische Faschismus deswegen so erfolgreich habe agieren können, nicht zuletzt Mussolini, in den Anni di Consenso, weil er ein Modernist des italienischen politischen Systems und der italienischen Wirtschaft und der Gesellschaft gewesen sei. Durchaus in Parallele zu dem, und ich denke, darauf regulieren Sie unter anderem zu den älteren Interpretationen auch eines Dachendorf, eines Schönbaum und anderer, die ja die Modernisierungsleistung des Nationalsozialismus einmal relativ früh in den 60er Jahren ja schon in die Debatte hineingeworfen hat. Und Dahrendorf mit der sehr bündigen These, die Vernichtung des Adels hat dann eben zu einer Egalisierung der Gesellschaft beigetragen, nicht? Im Dritten Reich. Also da gibt es, das ist eine lange, weit zurückführende Diskussion mit hochpolitisierenden Konnotationen. Die neueren Debatten über die Moderne sind da vorsichtiger, weil man doch sehr stark unterscheiden muss zwischen dem Modernisierungsanspruch der faschistischen Systeme und ihrer tatsächlichen Realisierung. Der italienische Faschismus hat in der Tat in dieser Hinsicht deutlich mehr Wirkung entfaltet, wenn sie die fast 10.000 Bahnhöfe gebaut worden, nicht, in der Zeit des italienischen Faschismus. Die sehen ja alle gleich aus, wenn sie in Italien kommen, eben weil sie in dieser Zeit gebaut worden sind. Die stehen ja heute auch alle noch.
Mit den entsprechenden jetzt bröckeligen Wirkungen. Da könnten Sie sozusagen Gründe dafür finden, von Modernisierung zu sprechen. Allerdings immer wieder in politisch natürlich einvernehmlich und einseitiger Sichtweise. Auch das italienische politische System kannte die Ausgrenzung. Es ist natürlich nicht für alle diese Moderne gedacht gewesen, diese Moderne grenzt die Nicht-Volksgenossen auch im italienischen Sinne aus, die durchaus auch Gewalt in diese Fremden in der eigenen Gesellschaft dann eben entwickelt, nicht zuletzt an der kolonialen Peripherie. Insofern also nochmal die Betonung, das geht einher mit Rassismus, auch mit Antisemitismus. Die Gesetze von 1938 in Italien, die Rassengesetze sind nicht auf den Druck der Deutschen, wie man immer gesagt hat. Sie werden erlassen, im Bündnis, aber unabhängig von der Entwicklung, was die deutsche Politik da im Einzelnen da mitgestimmt hat. Das sind Kurzform und Telegrammstücke. Ja, weitere Frage. Ein Wort von meiner Herr Vogel, da habe ich einen Schüler. Sehr gut. Und dann habe ich zwei Schülerinnen, also wir haben wieder fünf oder sechs Fragen, meine Herren. Wir starten einmal. Ja. Laut bitte, ich habe mein Mikrofon ist verschwunden, keine Ahnung. Laut. Ich wollte einfach eine ergänzende Vorschlag machen zur Erinnerungskultur. Ich habe mir dreimal, glaube ich, die Wehrmachtsausstellung in Brüder angesehen, auch die Diskussion darüber verfolgt und einen ganzen Scharfpelz von Zeitungsartikeln gehabt. Und ich war so erschreckt und erinnert sich der Reaktion der ehemaligen Militär. Und ich habe das auch scharf analysiert und festgestellt, dass sie in ihrer Reaktion offensichtlich das alte Vokabular noch drauf hatten. Und das war ja, glaube ich, in den 90er Jahren. Also ich habe Zweifel, ob das die sogenannte Aufarbeitung der Vergangenheit so gut war. Und ein anderes, was zur Vergangenheitsbewältigung gehört, ich gehöre von der Biografie her zu der, die 50er, 60er Jahre, Gymnasium und Studium und so weiter erlebt hat, Umgang mit dem Widerstand. Kann es sein, dass der unterschiedliche Umgang mit dem Widerstand in Italien und bei uns damit zusammenhängt, dass die in Italien alle die Rechtfertigung hatten, weil es gegen eine fremde Herrschaft oder eine Bevormundung war, während bei uns in der Generation meiner Eltern noch sehr stark ein zwiespältiges Verhältnis war zu den Attentätern als Verräter, als Ungehorsame und Schnessbeschmutzer. Und für meine Generation, die mit den Eltern sich auseinandersetzen musste, was sie gemacht haben in dieser Zeit, haben die aber auch eine, wenn ich es mal sagen darf, psychische Wohltat bedeutet, weil es für einen Jugendlichen angenehmer ist, zu einem Volk zu gehören, das auch seine Helden hat. Und so wurde mir das, also ich habe in der Schule intensiv über Holocaust gehört, also stimmt auch nicht so, dass man das nicht gehört hätte. Danke, dann gehe ich Eine ganz kleine Anmerkung zur Erinnerungskultur hier vor Ort. Die allermeisten von uns wissen ja, dass es in den letzten Kriegstagen nach der Zerstörung von Hildesheim ein Massaker an 200 Militärinternierten, überwiegend Italiener, gegeben hat. Und es gibt auf dem Nordfriedhof auch ein kleines Denkmal für diese Opfer. Aber eine Erinnerungstafel, die bereits von der Geschichtswerkschaft der Volkshochschule fertiggestellt worden ist, die wartet bis heute noch auf ihre Befestigung. Ich habe verstanden, dass man jetzt einen QR-Code stattdessen an einer zentralen Stelle befestigen würde. Und noch zum Zweiten, das 71er-Denkmal an der Feldstraße, da warten wir auch schon seit vielen Jahren auf die entsprechende Tafel, die vielleicht erklären sollte, aus welcher Zeit das stammt. Dankeschön, dann habe ich den Schüler. Wunderbar, wie wir das auch zu Wort bringen. Schön, schön. Ja, also die Frage kommt aus dem Geschichtskurs des Josephinums. Und zwar geht es um die Schuldfrage. Und zwar, inwieweit macht sich die Aufarbeitung der Schuldfrage im deutschen und auch italienischen Bildungssystem, konkret in Lehrplänen und Schulbüchern, bemerkbar. Dankeschön. Dann habe ich noch zwei Schülerinnenmeldungen und ich erfordere mich hier durch die Reihen. Ich hätte einmal die Frage, was glauben Sie, was hätte eine frühere Aufklärung der Bevölkerung für Folgen gehabt für die heutige Zeit? Also Sie haben ja in Ihrer Präsentation erwähnt, dass früher einfach vieles verschwiegen wurde und die Bevölkerung einfach nicht das Wissen über die Wahrheit erlangt hat. Und was glauben Sie, was hätte es für Folgen, wenn man alles halt nicht verschwiegen hätte, sondern die Bevölkerung über die wahren Geschehnisse aufgeklärt hätte? Tolle Frage, danke. Hat jemand die Frage? Bitte schön.
Und wir haben uns auch noch die Frage gestellt, welche möglichen Folgen die schleichende Entfernung heute haben könnte und ob das irgendwie in so einer ähnlichen Art und Weise damals auch schon aufgetreten ist, nur übersehen wurde oder einfach nicht genug beachtet wurde. Wunderbare Frage, schleichende Entfremdung immer noch oder auch eine Problematik. Bitte schön. Ja, dann danke ich zunächst mal für all diese Fragen, vor allem natürlich auch der Schülerinnen und Schüler. Ich gehe aber an der Reihe von mir nach durch und komme dann zur Spitze der letzten Frage. Sie hatten ja mehrere Punkte aufgebracht. Das erste war die Wehrmachtsausstellung, die in der Tat ein hochspannendes Kapitel der deutschen Wiederaufarbeitung, Annäherung, Wiederannäherung. Die Wehrmachtsgeschichte insgesamt ist, Sie kennen alle den berühmten Freispruch, den Adenauer im Bundestag seiner Zeit einmal von sich gegeben hatte, die Wehrmacht hat sich nichts zu Schulden kommen lassen. Das steht ja sozusagen über diesem ganzen Kapitel. Dass dann nicht zum ersten Mal, man muss dann sagen, Historiker sind meistens schon diejenigen, die anfangen, irgendwann zu forschen. Es gibt ein wichtiges Buch von Christian Streit aus den 70er Jahren unter dem Titel Keine Kameraden, in dem er ein ganz anderes Bild der Wehrmacht zeichnet, als dieses dann in der Öffentlichkeit dann vorgelegt worden ist. Und nur ist das Buch, wie so oft Bücher, erstmal nicht so richtig gelesen worden. Es ist auch nicht in den politischen Diskurs, in die Erinnerungskultur eingegangen. Es war auch ein sehr kritisches Buch, muss man dann eben sagen. Gut, kurzum, es kommt dann zu dieser Widerstandsausstellung, die eigentlich fachwissenschaftlich nicht neu war. Also was die da gefunden haben und was die da deklarieren, war für Historiker eigentlich eher eine alte Kiste. Darf ich das überhaupt sagen? In der Öffentlichkeit, wie Sie zu Recht sagen, war das offensichtlich nicht so. Aber, und jetzt kommt das Aber, Sie wissen, es hat verschiedene Fassungen der Wehrmachtsausstellung, das ja von einem privaten Forschungsinstitut von Rehns mal gefördert in Hamburg dann in die Öffentlichkeit hineingebracht worden ist. Hauptverantwortlicher Kurator war Hannes Heer, der nie Professor geworden ist. Ich sage das jetzt so mit einem kleinen Unterton, weil das spielt so viel hinein in diese Ausstellung, indem er nämlich eine gefälschte, gewissermaßen bildergefälschte Ausstellung in der Öffentlichkeit lanciert, in der unter anderem gezeigt wurde, den Schriften zufolge, die Beteiligung deutscher Wehrmachtssoldaten an Erschießungen in Polen. Es hat sich dann aber herausgestellt, bekanntlich bei der Revision dieser Ausstellung, dass das eben nicht Wehrmachtssoldaten waren, sondern sowjetische Soldaten. Und das hat dann ja zum Abbruch dieser ersten Wehrmachtsausstellung geführt. Das war ärgerlich, es war mehr als ärgerlich, es war eigentlich eine Katastrophe für diese Ausstellung, die an sich sehr erfolgreich war. Insgesamt sind ja 5 Millionen Menschen in dieser Ausstellung gewesen, die am Anfang gar nicht so richtig gut losgegangen ist und dann aber bedingt durch diesen politischen Streit der ehemaligen, auch der Verbände, die dann aufbegehrt haben und teilweise mit Begriffen, die Sie ja schon angedeutet haben, die der alten Zeit noch zu entstammen schienen. Das hat dann eben zur Aufwallung der Gemüter geführt. Es hat ja auch gewalttätige Auseinandersetzungen im Umfeld der Ausstellung gegeben und hat dann zur Einsetzung einer Historikerkommission geführt, die unter der Führung eines Stuttgarter Kollegen dann diese ganzen Bilder nochmal geprüft hat und hat zu einer überarbeiteten Fassung geführt, die interessanterweise historisch korrekt, aber nicht erfolgreich war. Nicht zu wissen. Ja, die Aussage war natürlich immer noch, das ist richtig, dass die Beteiligung der Wehrmacht also unumstößlich feststand und die Ausmaße dann präziser beschrieben wurden. Ich wollte das nur in Erinnerung rufen, das ist eine sehr komplizierte Geschichte im Einzelnen. Woran man jetzt, welche Schlussfolgerungen man daraus ziehen kann, ich weiß nicht, ich habe gerade in Italien gesagt, jetzt angesichts der Schwierigkeiten der beiden Öffentlichkeit müsste man falsche Ausstellungen mit hohem Mobilisierungsgrad lancieren, wo wir also wissen, dass wir falsche Quellen nehmen, falsch interpretieren, aber sie so zuspitzen, dass es den Leuten so auf die Nerven geht, dass sie anfangen darüber zu diskutieren. Aber das ist natürlich nur sozusagen mit leichter Ironie formuliert. Zweiter Punkt, der Widerstand, da haben Sie vollständig recht, deswegen kann ich das kurz machen. Der Widerstand in Deutschland hat immer das Problem gehabt, jedenfalls bis in die 70er Jahre, dass er teilweise unter diesem Verratstopos leben musste. Ich habe selber in verschiedenen Veranstaltungen jetzt noch im Sommer mitgewirkt, auch sehr beeindruckend. Im Frankfurter Lessing-Gymnasium hat es eine Veranstaltung mit den Nachfahren ehemaliger Widerständler gegeben. An diesem Gymnasium waren alleine 3 ehemalige Widerständler, die dort ihre Abitur abgelegt haben. Und Cäsar von Hofacker, der Sohn eines dieser Widerständler, sehr handlungsvoll aus seiner Familiengeschichte dann berichtet, wie er eine Annäherung an seinen Vater, den er selber dann, also den Tod seines Vaters dann nicht erlebt hat, weil er dann in Sippenhaft genommen wurde, er wurde in ein Kinderheim geschickt und hat dann erst nach und nach die Geschichte seines Vaters kennengelernt. Und war am Anfang natürlich entsetzt, als er dann noch die Briefe nach dem Tod seiner Mutter, die er vorher nie hat lesen dürfen, seines nationalsozialistischen Widerstandsvaters hat lesen dürfen und dann nach und nach erst eine ganz schwierige Annäherung an diese komplexe Gestalt gefunden hat. Also das ist ein sehr wichtiges Thema. Der italienische Widerstand hatte es vergleichsweise einfacher, also nicht nur der italienische, sondern die Resistance allgemein in Europa als gegen die deutschen Besatzer gerichtete. Gleichwohl sind die politischen Unterschiede natürlich auch
da dann zunehmend nach aufgebrochen förmlich, habe es ja hier angedeutet, was eine monolithische Botschaft zeitweilig war, ist dann spätestens in den 80er Jahren, teilweise auch schon vorher, dann kritisch diskutiert worden. Und da war eben dann nicht mehr der Widerstand gewissermaßen die Monstanz, zu der alle aufblickten. Und das waren die beiden Punkte, glaube ich, die Sie aufgebracht haben. Dann gab es den Hinweis auf, Sie hatten auch davon gesprochen, Sie hätten auch im Unterricht auch in den 50er oder 60er Jahren schon vom Holocaust gehört. Das ist natürlich richtig, man hat das genannt. Dann ist natürlich immer von Interesse, was man dabei genannt hat. Wer waren denn die Täter? Es kam auf die Schule an, es kam immer auf die guten Lehrer und Lehrerinnen an. Das spielt da eine ganz, ganz wichtige Rolle. Aber ich bin recht sicher, dass die Information auch nicht allzu konkret war. Man hat den Judenmord an den... Sie haben Quellen. Ja, aus den Vierteljahresheften zur Zeitgeschichte. Da gibt es einen Aufsatz dann über das ist der berühmte Gersdorf-Gericht. Das ist übrigens einer dieser Hauptmittäter da gewesen. Die hat man natürlich dann da schon auch verarbeitet. Bei Hofer. Es gibt dann die berühmte Hofer-Edition und dann, jetzt will ich nicht zu sehr ins Detail gehen, aber da ist natürlich vieles hochproblematische Quellen, die Hofer da aufgenommen hat, die heute von, also nicht als gefälschte Quellen, aber als eben doch in der Auswahl sehr einseitige Quellen identifiziert werden können. Also insofern müsste man das sich nochmal genau anschauen, welches Bild des Holocaust da verbreitet worden ist. Aber ich will das jetzt hier damit nur so als Problempunkt benennen. Dann, Herr Vogel hat von Erinnerungskultur ja nun gesprochen, jetzt in Hildesheim nochmal als ergänzenden Kommentar. Die Frage der, dann kommen wir jetzt zur Schuld, nicht? Das hatten Sie, glaube ich, gefragt. Nicht? Schuld ist eine Kategorie moralischen Typs. Es gibt diesen Begriff als Quellentyp auch, der auftaucht da, wo dann Zeitgenossen sich entweder beschuldigt fühlen oder über die Schuldfrage diskutiert worden ist. Insofern kann man das rekonstruieren. Die Schuld aber eigentlich als Anliegen zu thematisieren, ist kein Aufliegen und kein Antrag, kein Anliegen der historisch-politischen Didaktik. Wir reden eigentlich von historischer Verantwortung. Es geht nicht um Schuldfragen, es geht um Verantwortungsfragen in einer historischen, auch wissenschaftlichen Perspektive. Und insofern, die Schuldfrage wird oft von Leuten diskutiert und angesprochen, die möglichst auch sozusagen eine Tendenz immer wieder auch zu erkennen geben, in der sowas wie Vermeidungsdiskurs geführt wird. Man will sich nicht die Schuld von irgendjemandem zusprechen lassen. So einfach funktioniert das in diesen öffentlichen Debatten auch zwischen Deutschen und Italienern nicht. Die sind sehr viel weiter und auch differenzierter mittlerweile entwickelt. Wie gesagt, ich würde diesen Begriff eigentlich so gar nicht benutzen. Nur dann, wenn man ihn als Quellenbegriff sieht und dann ihn kritisch aufgreifen. Insofern finde ich das eher ein diskussionswürdiges Projekt, aber nicht eigentlich ein Thema der historisch-politischen Didaktik. So, und dann haben wir ja jetzt kontrafaktische Fragen haben Sie gestellt, ne? Was wäre geschehen, wenn etwas anders gewesen wäre? Dafür sind Historiker eigentlich schlechterdings die schlechtesten, um das richtig klug zu beantworten. Historiker reden ja immer als rückwärtsgewandte Propheten, nicht als zukunftsorientierte. Nun wollen Sie mich so ein bisschen in diese Rolle eines kontrafaktischen Propheten hineinlocken. Ich will das gerne tun, sage Ihnen aber unter Vorbehalt, Sie wissen es natürlich nicht besser als andere, was hätte geschehen können. Weil im Grunde alle Gesellschaften in Europa diese Vermeidungsdiskurse geführt haben, wie ich angedeutet habe, nicht nur Italiener und Deutsche. Gut, eine frühere Aufklärung hätte was erreichen können. Sie hätte wahrscheinlich zu besseren Beziehungen zwischen Deutschen und Italienern führen können. Und zwar zu einem früheren Stadium und zu einer festeren, dauerhaften Beziehung zwischen Deutschen und Italienern. Weil das Eingeständnis eben einer deutschen Mittäterschaft oder Haupttäterschaft an der Südfront, vor allem in der Phase zwischen 1943 und 1945, viele der Tränen, die heute noch fließen in Italien, waren bloß zu einer dieser Veranstaltungen von ehemaligen Resistenzerkämpfern oder von ehemaligen Opfergruppen zu gehen, auch bei der Rede von Steinmeier jetzt, vor wenigen Wochen. Da stehen ja diese Menschen noch, die ihre Angehörigen verloren haben. Und wenn man denen früher entgegengekommen wäre und hätte ein Eingeständnis gezeigt und uns ein Anerkenntnis ihrer spezifischen Opfer, hätte das denen viel Leid erspart. Und dieses Leid ersparen ist sozusagen ein Thema der gegenwärtigen Herausforderung auch an die westdeutsche Politik, an die deutsche Politik mittlerweile. Eben, man hätte früher durch Entschädigungen den Menschen nicht, dass man ihnen ihre Opfer nicht zurückgeben können, aber man hätte ihnen auch finanzielle Anerkennung geben können für Kinder, die ihre Väter verloren haben oder andere Angehörige. Auch das hätte natürlich Menschen in anderen Lebenslagen sehr viel besser beeinflussen. Heute leben ungefähr noch 80.000 Menschen, dieser ehemals 600.000 bis 700.000 Militärinternierten, die heute natürlich alle nicht mehr auf das Geld, die meisten jedenfalls angewiesen sind. Aber hätte man denen vor Jahrzehnten entsprechend diese finanzielle diese Anerkennung gegeben, hätte ihnen womöglich das Leben, das etwas vereinfachen, erleichtern können.
Die schleichende Entfremdung, das verbindet sich ja dann schon auch mit dieser Antwort, hätte wohl möglich, das ist natürlich eine These, die aufgestellt worden ist, die Rusconi in die Welt gesetzt hat. Und ich habe ja schon auch in meinem Vortrag angedeutet, Hans Woller zum Beispiel aus München sagt, das stimmt eigentlich gar nicht, es gibt keine schleichende Entfremdung. Es hat nie so viele wirtschaftlich enge Kontakte gegeben, nie so viel touristischen Austausch, nie so viel kulturellen Austausch von Studierenden, von Schülern, auch anderen, die das Land wechselseitig besuchen. Es gibt ja unendlich viele Italiener, die zum Oktoberfest kommen. Viel mehr als viele andere. Also insofern, es gibt wunderbare Beziehungen. Schleichende Entfremdung ist eine These, die man sich vielleicht nochmal genauer anschauen muss. Aber, und da hat er vielleicht dann doch recht, die enge Fassung, die vor allem auf der höchsten politischen Ebene zwischen Alcide de Gasperi und zeitweilig Adenauer dann doch einigermaßen funktioniert hat, hat unter den Nachfolgern eigentlich nicht mehr richtig funktioniert. Kohl, schauen Sie sich die Bilder mal an, von Kohl und Andreotti, wie die sich angeguckt haben und wie die nebeneinander gestanden haben. Das sind nicht unbedingt so Gesten der engen Freundschaft, um das vorsichtig zu formulieren. Wenn Merkel nach Italien fährt, sie fährt ja nicht nur nach Italien. Aber vor allem Urlaubsflug. Das ist es. Also im politischen Geschäft. Also ich würde denken, es gibt in der Tat gerade in den politischen Eliten so ein nachlassendes Element der Italophilie. Die Sozialdemokraten waren ja bekannt, Teile der Sozialdemokraten, Otto Schily und so weiter, als die berühmte Toskana-Fraktion. Aber die war politisch eigentlich nicht so relevant. Deswegen, also die hat die Entfremdung dann eben auch nicht aufhalten können und hat ihr beim Weintrinken so mitgemacht. Das ist jetzt wieder eine andere Gruppe. Kurzum, also eine klare Antwort schleichende Entfremdung, das ist ein Auftrag eigentlich an Sie als Jüngere auch, die Beziehungen, die Sie, soweit Sie die schon haben, aufbauen können oder noch aufbauen wollen, zwischen Deutschen und Italienern dann entsprechend zu fördern, sie Sprachenkenntnisse zu verschaffen und über die Sprachenkenntnisse dann auch kulturelle Kenntnisse zu verschaffen. Und darüber ist jeder immer dankbar. Das Gleiche gilt natürlich für Italiener, die sich mit uns beschäftigen. Wir sind ja auch dankbar, wenn die sich sozusagen den Herausforderungen an die deutsche Gesellschaft von den 50er Jahren bis in die Gegenwart dann widmen, weil das schafft dann wirklich so eine Art gemeinsame intellektuelle Kommunion, wie ich das nennen würde. Und dann macht Spaß, auch gemeinsam zu sprechen und dann haben sie auch keine Entfremdung. Also es gibt Lösungsmittel. Das gilt für Ihre Generation wie für alle, die hier Älteren, die hier präsent sind. Aber es gibt nicht den eindeutigen Prozess der schleichenden Entfremdung für alle. Ich habe eine italienische Ehefrau, ich habe jeden Tag sehr viel mit Italien zu tun. Keine schleichende Entfremdung in der Ehe. Ich sehe noch zwei Fragen, drei, also die hat der Reihe nach. Bitte schön. Ich komme ohne Mikrofon laut. Ich komme ohne Mikrofon, ich kann sprechen laut genug. Es ist für mich ein sehr interessanter Vortrag gewesen. Ich bin fast 91 Jahre alt und bin einer der letzten Zeitzeugen, die in Italien als Soldat gedient haben. Ich bin also als 18-Jähriger eingezogen worden, als 19-Jähriger über den Mont-Cenis-Pass nach Italien eingerückt mit der 94. Infanteriedivision und musste in Piacenza, Alessandria und Genua die Italiener entwaffnen. Das war also, wir haben nur 12 Tote gehabt, Nachbarregiment überhaupt nicht, das war also eine relativ harmlose Angelegenheit, sagen wir mal. Und in der Zeit haben wir eine gute Verbindung von Mensch zu Italienern gehabt. Unser Einsatz war nachher am Golf von Gaeta, das ist der Küstenabschnitt von der Cassino-Front. Und ich habe das da alles miterlebt. Ich habe aber auch gute Verbindungen, ich war immer ein humaner Mensch auch. Ich habe die Feldpostbriefe, die noch original da sind, geschrieben, dass die Italiener große Not litten und ich hätte öfter einen Teil meines Brotes an junge Frauen mit Babys auf dem Arm abgegeben, hätte immer große Dankbarkeit geerntet dafür. So, und wir haben nach dem Kriege, ich wollte jetzt nur mal sagen, es gibt eine Erinnerungskultur auf der unteren und mittleren Ebene und da haben sich also wirklich freundschaftliche Verbindungen ergeben. Ich habe eine schwere Verwundung in der dritten Casino-Schlacht erlitten und so schwer, dass ich nicht wieder felddienstfähig wurde. Ich habe Monate im Lazarett, in Italien im Lazarett gelegt und ich muss sagen, nach dem Krieg kam ich durch eine bekannte Post und ich wurde eingeladen zu einer Denkmalseinweihung, ein Ehrengast. Wurde im Ehrenkomitee benannt, ich konnte da Aufklärung geben, und zwar also einmal in dem Dorf Tolé,
südlich von Bologna, südwest von Bologna, in der Nähe von Arsabotto nebenbei gesagt, gehört alles zur Stadt Bergamo, wird durch kommunistische Bürgermeister regiert, mit denen ich sehr gut befreundet war hinterher. Ich habe zu diesem Bevölkerungsteil wohl gute Verbindungen. Der Pfarrer Don Dario Salini hat es auch alles sehr genau beschrieben. Da war die 16. SS-Panzerdivision oder Panzergrenadierdivision, die da viel Unheil eingerichtet hat, meine Division, da war ich auch nicht mehr dabei, hat abgelöst. Die hat einen guten Namen da gehabt. Und in Süditalien, in Formia, genau dasselbe. Da wurde ich auch als Ehrenmitglied eingeladen, als Ehrengast und durfte, ich beherrsche die italienische Umgangssprache recht gut und konnte einbahnen. Da haben sich unendlich viele Freundschaften da entwickelt. Es sind Bücher geschrieben worden, ich habe Berichte geschrieben. Ich habe gerade jetzt im Beiwieder, da ist ein Buch veröffentlicht worden, da sind auch wieder Ausführungen von mir drin. Ich habe einen sehr guten Namen dort unten und habe wirklich freundschaftliche Verbindungen aufgebaut. Ich habe aufgrund meiner Tätigkeit für die Völkerverständigung vom Bundespräsidenten Herzog auch einen Verdienstorden bekommen. Ich wollte sagen, auf der mittleren Ebene, wir haben so viele Freunde, ich habe in etwa 20 Hobbyhistoriker und Historiker in Verbindung da. Und das ist auch mal etwas erwähnenswertes. Nebenbei gesagt, wie das zweite deutsche Fernsehen auch mal für 3 Stunden interviewt und das ist auch archiviert worden. Schön. Dankeschön. Frage. Sie haben ihn Kohl Andreotti genannt. Wie hat man in Italien den Fall der Mauer, die deutsche Wiedervereinigung, aufgenommen? Im Bewusstsein der Öffentlichkeit, der Politik und dann auch an die Historiker. Vielen Dank. Danke auch Ihnen für dieses interessante, wichtige Zeitzeugen-Erlebnis. Und auch eine Frage habe ich von Herrn Seifert gesehen. Ehrenmitglied war das der Deutsch-Politischen Gesellschaft. Dankeschön. Ja, zur Frage der Erinnerung und der richtigen Darstellung hätte ich eine Anmerkung zu Herrn Priebke, den Sie ja hier erwähnt haben. Der Hintergrund ist nicht ganz klar geworden. Herrn Priebke ist der Prozess gemacht worden, weil er verantwortlich war für die Hinrichtung von 335 Geiseln in den Adriatinischen Höhlen. Vorangegangen war aber, und darauf lege ich besonderen Wert, die Ermordung von 33 Südtirolern, die im Polizeiregiment Bozen tätig waren und in Rom ihre Pflicht erfüllt haben. Danke. Gut, dann bedanke ich mich zunächst auch mal für Ihren Kommentar und Beitrag. Und was ja auffällig ist, dass viele Veteranen aus ihren Kriegserfahrungen sehr kluge Schlussfolgerungen gezogen haben und sich dann eben mit dieser Geschichte auseinandergesetzt haben. Das findet man auch auf italienischer Seite. Ich würde Ihnen also empfehlen, einfach mal die vielen lokalen Museen entlang der Gustav-Linie und der gotischen Linie, in denen ja die deutschen Stellungen zeitweilig dann sich eingegraben hatten und dann ist zu längeren Kämpfen, Sie haben Cassino schon genannt, gekommen ist. Und da finden Sie also sehr, sehr interessante Quellen von deutschen und italienischen Soldaten in diesen lokalen Museen, die teilweise von privater Hand geführt werden. Also gar nicht jetzt große offizielle Institutionen darstellen, sondern eben aus den Bemühen heraus, aus dieser Geschichte tatsächlich Konsequenzen zu ziehen und sie auch in mehrfach eigentlich vermittelnd weiterzugeben. Und dass das wieder anmachen, ist umso schätzenswerter, denke ich. Dann hatten Sie jetzt von der Kohl Andreotti gesprochen. Ja, das ist natürlich jetzt auch wieder eine hochkomplizierte Geschichte, aber in Kurzform zwei Dinge. In der italienischen Gesellschaft hat das ein großes Einverständnis, auch eine große Freude zunächst einmal über die Entwicklung in beiden Deutschlands gegeben. Und die Aufregung ist ja förmlich mitempfunden worden. Und ich glaube, man hat auch viel mitempfunden im wahrsten Sinne über das, was dann in den Monaten seit November 89 passiert ist. Ein großes Einverständnis, dass da etwas, wie Willy Brandt gesagt hat, zusammenwächst, was zusammengehört. Gleichzeitig gibt es von Andreotti den Spruch, ich liebe Deutschland so sehr, dass ich gerne zwei davon behalten möchte. Und diese Einstellung war ja keineswegs ohne Folgewirkung auch für die konkrete italienische Außenpolitik dann in diesen Monaten. Es hat nicht im gleichen Maße wie von Thatcher ausgehend und von auch Mitterrand ausgehend noch konkrete Versuche durch Intervention in der DDR gegeben, um diesen dann Failing State noch irgendwie doch noch auf die Beine wieder zu helfen. Das soweit man das bis heute weiß, das ist natürlich, die Akten sind ja größtenteils die wirklich interessanten Akten, sind noch nicht zugänglich. Wir reden also viel über die Erinnerungen der beteiligten Akteure in publizistischer Form, wir reden über die Zeitung und wir reden über gewisse lancierte Informationen. Deswegen muss man das immer ein bisschen vorsichtig sein, auch im Hinblick auf dieses
Zitat von Andreotti. Aber nichtsdestotrotz, es hat durchaus, nicht zuletzt auch vor dem Hintergrund der Erfahrung, über die ich heute hier gesprochen habe, starke Kräfte in der italienischen politischen Elite gegeben, die nicht so sehr daran interessiert waren, den Prozess der deutschen Einheit voranzutreiben. Ja, und den letzten Hinweis auf, Sie sagten, das, was deutsche Soldaten da, also Südtiroler Soldaten, als ihre Pflicht empfunden haben, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert. Natürlich sind die umgebracht worden, das ist richtig. Der Widerstand hat mehrere hundert Soldaten umgebracht, was dann immer wieder zu den Repressalien, unter anderem wie dann eben in Fossa Ardeatina geführt hat, erstmal den Anlass gegeben hat. Wobei der Voranlass ist natürlich da, dass die Deutschen als Besatzungsmacht da waren. Insofern müsste man die Reihenfolge dann noch deutlich betonen. Ob die nur da waren, um ihrer militärischen Pflicht nachzukommen, ja, das ist eben jetzt, da ist die große Debatte über den Charakter der deutschen Besatzungsherrschaft in Italien. Und da kommt man natürlich ein bisschen ins Zweifeln. Also die völkerrechtlich, widerrechtliche Entsendung von 500 bis 600.000, vielleicht noch mehr, Zivilinternierten ins Deutsche Reich war sicherlich nicht korrekt und hat dann natürlich in Italien der Resistenza zusätzliche Kräfte zugeführt, die womöglich sonst so nicht dort hineingegangen wären und auch nicht diesen Widerstandskampf inszeniert hätten. Man darf dann teilweise, wenn Sie die Akten der Wehrmacht lesen, nicht übersehen, das ist eben nicht nur ein Dienst, eine Waffe, um jetzt den geordneten Rückzug von Süditalien ins Deutsche Reich gewissermaßen zu vollziehen, sondern hier wird durchaus auch ein rassistischer Kampf geführt, in dem dann bis in die letzten Kriegstage noch Juden im Bündnis mit den italienischen Faschisten aufgegriffen worden sind. Also das geht dann weiter, trotz dieser chaotischen Kriegsumstände. Insofern würde ich aus meiner Sicht das versuchen, etwas differenzierter zu zeichnen, dass gleichwohl der Anlass des Widerstandes genau diese Repressalien auf sich zog, das ist offensichtlich. Ja. So ist Widerstand. Vor allem haben die Partisanen bewusst provoziert, ganz klar, und reguläre Einheiten entsprechend angegriffen, auch im Wissen, dass Repressalien erfolgen. Und das Irre ist ja, dass das Völkerrecht, das Kriegsvölkerrecht sogar vorsah, entsprechende Exekutionen in einem zigfachen im Vergleich zu den tatsächlichen Opfern auf der Polizeiregimenterebene, Südtiroler oder Wehrmacht. Und der berühmte Fall Kappler, Sie erinnern sich, der auch Aufsehen erregt hat in den 70ern, weil die Frau Kapplers es gelungen ist, ihren in Italien inhaftierten Mann nach Deutschland zu entführen, muss man sagen. Der ist ja praktisch auch verurteilt worden, weil er diese Exekutionen hat durchführen lassen, sondern weil aus Versehen eine Person zu viel exekutiert worden ist von diesen Hunderten. Das ist unvorstellbar. Ich hätte noch zwei andere Fragen. Und zwar, also bei der kontrafaktischen Debatte, das ist schade, dass die Schülerinnen jetzt schon gehen mussten. Man muss sich doch mal vorstellen, wenn man diesen Faden fortspinnt, eine Wehrmachtsdebatte in den 40er und 50er Jahren. Die ging ja voraus, auch dann dem Bewusstsein, dass hier Unrecht geschehen ist, dass man hier an die Opfer denken muss von Exekutionen etc. Was hätte das bedeutet? Ich habe ein Bild vor Augen, das ist die erste Kommission Hallstein in Brüssel. Und dort sitzt ein Wehrmachtsoffizier, Hans von der Gröben, Kommissar für Wettbewerb, und ein Angehöriger des belgischen Widerstandes, Jean Rey, der spätere Kommissionspräsident, der aus Löwen in Belgien wandern stand und selbst Angehörige durch die NS-Besatzungspolitik in Belgien verloren hat. Und die sagen sich, Ende der Debatte, oder wir gar nicht Anfang der Debatte, so, wir bauen ein neues Europa. Wie weit die Ausklammerung von Geschichte, belastender Geschichte, als Hypothek bewusst geschehen ist, um zusammenzukommen. Auch Adenauer und de Gasperi vor diesem Hintergrund. Ich sage das nur als eine andere Interpretation. Was ich aber jetzt nicht Sie weiter verführen will auf diesen Pfad der kontrafaktischen Geschichtsschreibung ist, Sie haben gesagt, in Italien ist lange Zeit der Krieg als ein ungewollter Krieg von deutscher Seite praktisch aufgezwungen worden. Sie haben am Ende Ihres Referates gesagt, dass es eine ungute Wahrnehmung der Deutschen Deutschlands heute in Italien gibt. Das bestätigen mir auch Kollegen in Italien, die sagen, auch in intellektuellen Kreisen, es ist fast eine Germanophobie. Und da wird die Debatte geführt, den Euro
wollten wir ja gar nicht haben. Der ungewollte Euro, der uns von den Deutschen aufgezwungen ist, jetzt zwingen sie uns die Maßnahmen und Kriterien auf und die Rettungspakete etc. Ich frage erstens, wie weit spielt auch hier der Vergangenheitsdiskurs hinein in der Euro-Krisenbewältigungsdebatte, wie weit spielt hier belastete Vergangenheit auch eine Rolle? Eine Frage, die andere Frage ist, hat man das Thema Vergangenheit, belastete Vergangenheit, auch den Blick auf den Tourismus, bewusst ausgeklammert? Ich erinnere an ein Spiegelcover mit einer Spaghetti gefüllten Teller und auf diesem Spaghetti-Teller lag eine Maschinenpistole. Ja, also wo man dann bewusst gezeigt hat, Leute, ihr müsst euch im Klaren sein, wenn ihr da unten jetzt seid und Spaghetti esst, eigentlich haben wir auch einen Täter. Eine Tätergeschichte hinter uns und die sollten wir auch mit bedenken. Wie weit hat man bewusst das ausgeklammert und sagen, Handel ist wichtig, Wirtschaft, sind darauf hingewiesen, die Zahlen sind super und Tourismus, der floriert, ja, die Leute fahren nach Jeselo und ich weiß nicht wohin und müssen sich nicht mit diesem Dutsche und mit dem Hitler da beschäftigen. Also wie weit hat man es auch vor diesem Hintergrund ausgeklammert? Ja, also ich würde aber, obwohl ich ja nicht darauf antworten soll, trotzdem Ihren ersten Teil auch nochmal kommentieren. Das ist insofern doch ganz wichtig, weil es gibt, Sie haben vielleicht den Namen Hermann Lübbe schon mal gehört, das ist ein deutscher Sozialphilosoph, der Mitte der 80er Jahre mit einer sehr wichtigen These in die Landschaft sich eingebracht hat, auch in die deutsche Öffentlichkeit. Er sprach von der sozialpsychologisch wichtigen Überführung ehemaliger NS-Täter in die Gesellschaft der Bundesrepublik, dadurch, dass man dieses Schicksal vieler anderer aus der Hand des Dritten Reiches beschrieben habe. Und dass das eben ein notwendiges Medium gewesen sei, um die innere Ruhe, die Stabilität überhaupt in der westdeutschen Gesellschaft zu erreichen. An dieser These ist etwas dran, die ist heftig kritisiert, heftig besprochen worden. Ob sie alleine eine gute Erklärung abgibt, das ist eben dann eine große Frage, die ich in der Tat jetzt nicht mehr beantworten kann. Aber ich wollte das nochmal in Erinnerung rufen. Man kann sich auch auf andere Gesellschaften vertragen. Schauen Sie nach Spanien. 1975, nach dem Ende des Frankismus, auch da erlegt man sich sogar offiziell mit Gesetzen ein Schweigegelübde auf. Und das ist jetzt in den 1990er Jahren, 20 Jahre später, dann ist aufgebrochen. Ich will also sagen, es ist kein deutsches Spezifikum, diese Schweigevariante. Und die Österreicher haben auch noch länger gebraucht, glaube ich noch. Also ich sage das jetzt nicht. Viel Erfolg. Also mit einer desaströsen Debatte, meine Passt. Naja, also irgendwann kommt es dann doch hoch. Und das ist sozusagen die Kehrseite dieses Schweigens und des Verdeckens, des unter den Teppich kehrens im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist nachher eine gesellschaftlich-politische Rechnung, die Sie dann aufmachen müssen. Für die österreichische Gesellschaft hat das ja auch zu immensen Verwerfungen geführt. Nicht nur, weil der Bundespräsident dann nicht mehr in die USA fahren durfte, aber dann das hat ja doch das ganze politische System aufgewühlt. Und insofern ist die Frage dann am Ende der Gewichtung. Aber das können wir doch jetzt für all diese Länder nicht hier tun. Sie hatten nach dem Euro und den Implikationen dieser belasteten Geschichte für die Euro-Debatte, für die ist evident so, das ist gegeben. Und es war interessanterweise in Padova, jetzt auf dieser Tagung, die ich hier einführend kurz besprochen habe und angesprochen habe, der Fall. Da waren ja Leute von der Banca d'Italia dabei. Und die allerdings in einer sehr viel klügeren und reservierteren Sichtweise dann diese Problematik angedeutet haben. Während Tobias Piller nochmal sehr stark gewissermaßen den deutschen Lehrmeister da gespielt hat und eben die ganzen Fehler der Italiener, fiskalischen und währungspolitischen Fehler der Italiener und auch ihre kleinen Betrügereien aufgelistet hat auf dem Weg in den Euro, die natürlich dann in Verbindung mit geschichtspolitischen Interpretationen dazu führen, dass man sagt, aus kritischer Perspektive, das wurde da auch von Seite der Italiener so angestimmt, dass die Deutschen jetzt endgültig, aber das ist ja nicht nur eine italienische Sichtweise, sondern eine südeuropäische, aber auch eine englische Sichtweise, die Deutschen gewissermaßen jetzt mit dem Euro ihre Hegemonie auf friedliche Art und Weise durchgesetzt hätten, die das Dritte Reich auch angestrebt haben in Europa. Diese These steht im Raum. Die finden Sie dann in Karikaturen wiedergegeben und dann kommen Sie zu Merkel-Bildern, die ich hier am Anfang auch angedeutet habe. Insofern, das ist auf das engste miteinander verquickt und es ist in der Tat eine interessante Debatte, wie aus diesen Diskussionen die Politiken der einzelnen Nationalstaaten, die Gesellschaften nicht nur herauskommen, sondern welche Erklärungen und Deutungen sie am Ende dann übrig lassen. Also wenn wir wirklich einen Weg nach Europa finden wollen, ich unterstelle, das wollen viele, ich will das ebenfalls, dann wird man sich sehr eingehend eben mit dieser Verquickung auch kritisch dann auseinandersetzen müssen und das eine erstmal vom anderen trennen und dann tatsächlich währungspolitisches Versagen und was weiß ich dann als solches diskutieren, aber erstmal das von der Geschichte trennen und dann kommen wir zur Geschichte und bringen das wieder zusammen.
und dann können wir das alles besser verstehen. Aber wenn man das sozusagen alles schön in einen Topf reinrührt, kommt bekanntlich so eine ungenießbare Masse dabei raus. Und jetzt hatten Sie den allerletzten Punkt, Tourismus. Den Tourismus. Ja, in den 50er Jahren spielt der Tourismus ja beginnend dann erst, also wir wissen alle um die berühmten Wellen bis zur Fresswelle und dann der Tourismuswelle. Aber das ist so mein Geburtsjahrgang, Ende der 50er Jahre, beginnt das dann wirklich zum Thema zu werden. Dass man da an den Stränden von Rimini, der Adriaküste, nicht primär über deutsch-italienische Vergangenheits- und Verflechtungsgeschichte des Zweiten Weltkriegs gesprochen hat, ja, das ist irgendwie menschlich, würde ich jetzt erstmal sagen. Würde ich auch gar nicht erwarten. Vielleicht nur, ich würde das so beantworten, es gibt Phasen, wo Menschen sich mehr erinnern und mehr erinnern wollen und auch mehr Zeit zum Erinnern haben. Das hängt natürlich auch damit zusammen. Also die Konjunkturen für Erinnerungskulturen hängen auch von einem ökonomischen Kontext ab, der das überhaupt erlaubt zu erinnern. Menschen, die auf der Suche nach Brennstoff, nach Ruhe, nach Nahrung und anderen Dingen sind, die haben nicht so viel Zeit für diese Tätigkeit, sich erst einmal öffentlich zu erinnern. Insofern, das muss man mit einer gewissen Nachricht natürlich auch sehen, vor allem für die westdeutsche Gesellschaft unter den chaotischen Ostdeutsche, den chaotischen Umständen der Besatzungsjahre und danach angeht. Ja, meine Damen und Herren, wir haben hier einen Erinnerungskulturhistoriker par excellence erlebt, der sich beschäftigt hat nicht nur mit Italien, Deutschland, sondern auch mit Deutschland, Italien und Japan. Das bringt unser nächstes Thema, unser letztes in diesem Jahr, nämlich Michael Reiter, der spricht am 8. Dezember, heute in einer Woche hier über Japan, das Land der aufgehenden Sonne, als auferstehende Macht, Fragezeichen. Wie gesagt, dann im Jänner, am 12.01. Hannes Obermeier über das Faschistendenkmal, das Siegesdenkmal in Bozen. Und das war heute eine Steilvorlage für diesen Vortrag. Ich werde dem Hannes, meinem Freund Hannes, das mitteilen, dass Kollege Cornelissen hier wirklich echt eine Steilvorlage gegeben hat. Das muss er nur noch einnetzen und verwerten. Also, herzlichen Dank. Ich schließe nicht diesen Abend, ohne ganz herzlichen Dank zu sagen, Christoph Cornelissen, für diesen beeindruckenden Vortrag mit vielen Anregungen, mit vielen interessanten auch Belegen, die Sie für uns sehr eindrucksvoll auch visualisiert haben. Ganz herzlichen Dank auch für die Bereitschaft, viele verschiedene Fragen von Schülern, Schülerinnen, Zeitzeugen. Danke auch für Ihre wichtige Wortmeldung. Das war ein wichtiger, auch ergänzender individueller Beitrag auch zur Vervollständigung des gesamten Bildes. Danke Ihnen auch fürs Kommen, für Ihre Fragen und nochmal Ihnen ganz herzlichen Dank für den